Da, wieder da. Ich glaube, bei uns zieht ein Gewitter auf. Ein Gewitter. Und ich sehe, ihr habt gespammt. Ganz doll gespammt. Aber in der Zwischenzeit war noch jemand gekommen. Morpheus Schakal, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Moin, moin. So. Danke fürs Wippi. Ich mag das Spiel. Ich mag unseren schrulligen Hauptcharakter. So, wir gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Angenommen, hier war tatsächlich jemand im Abteil und derjenige ist aus dem Fenster geklettert. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das war die neue Maya-Mart. Entschuldigung. Wo ist er hin? Ob unser Einbrecher Spuren hinterlassen hat? Hier ist etwas. Könnten Fingerabdrücke sein. Er hat was ins Notizbuch geschrieben. Das ist immer so die Frage, wo schreibt er das denn hin? Wo schreibt er das hin? Robert, guck mal. Das ist immer so, wo schreibt er es hin? Bitte was, GD-Bier? Also wirklich. Nafis mag das Spiel auch sehr, sehr schön. Nein, kein Dosenbier. Natürlich nicht Maya-Mate. So wie sie es gehört. Lecker Maya-Mate. Und Minjas, vielen, vielen lieben Dank für den Host. Beziehungsweise Raid. Einen wunderschönen guten Abend, ihr alle. Hallöchen, Enik, Moin, Azuralia, einen wunderschönen guten Abend. Vollbart Braut, Hallöchen. Matomic, einen wunderschönen guten Abend. Bercha, schönen guten Abend. Minjas, Hallöchen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. Der Heckenpenner, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr denn Schönes bei Minjas gesehen heute? Herzlich willkommen zu The Raven Remastered, einem Krimi-Adventure, einem Krimi-Point-and-Click. So ein bisschen Richtung Agatha Christie. Geht das? Ja. Wir sind hier gerade im Orient-Express unterwegs. Und, naja, folgen den Spuren des Raben oder eventuell seines Nachfolgers. Man weiß es noch nicht so genau. Ach, ihr habt Ravenhearts gespielt. Ah, wie weit seid denn ihr? Welcher Tag? Habt ihr auch 3-1 neu angefangen? Ja, ne? Bestimmt. Nur Sträucher. Genau, Strauchi klaut nur Sträucher. Zombies verkloppt, sehr schön. Benwick, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Und Veni, moin. Hey. Nur Sträucher, keine Hecken. So, ich finde es, was ich ein bisschen kritisch finde, ist, dass ich nie weiß, wo er das eigentlich hinschreibt. Vermutlich hat es beim Professor, nee, hat er nicht. Dann hingeschrieben. Ah, vielleicht kann ich die Fingerabdrücke am Fenster in der Kabine des Archäologen irgendwie untersuchen. Hier haben wir doch was. Na also. Tag 107. Achso, ja, stimmt. Ist ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ist ja bei dir Community-Server. Da ist das immer so eine Sache mit. Es ist etwas schwierig. Minjas, ich wünsche dir noch einen fantastischen Abend. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön. Steht eine Hecke nicht aus vielen Sträuchern? Moin Moin, die Sarah, Hallöchen. Und, Yuppie! Oh. Tim the Large, vielen lieben Dank für den Sub. Ich muss das mit dem Chroma Key noch anders einstellen für die Flauschraube. Tim the Large, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Du darfst deine eigene private Gummizelle im Kokon beziehen. Mach es dir bitte so gut es geht gemütlich. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Und hab bitte immer ein nasses Handtuch zur Verteidigung bei dir. Für den Fall, dass du in die Gruppendusche gezerrt wirst. Dankeschön. Danke, Tim. So. Und Metomic, danke für den Follow. Okay. Natürlich die Frage.
Wir haben aktuell nichts, womit wir die Fingerabdrücke mitnehmen könnten. Aber ich glaube, da sind Abdrücke auf der Scheibe. Wenn ich einen Spurensicherungskoffer hier hätte, könnte ich die Abdrücke mit Rußpulver sichtbar machen. Da müssen wir mal noch schauen, ob wir da noch was finden. Den Koffer kann ich mir nicht angucken, der hier unten steht. Da. Oh, ein Knopf. Was liegt da denn? Was haben Sie da? Einen Knopf. Von einem Anzug oder einer Uniform, würde ich sagen. Der Einbrecher könnte ihn verloren haben. Ja, könnte. Oder aber auch nicht. Wenn mir jemand mit fehlendem Knopf am Jackett auffällt, werde ich ihn darauf ansprechen. Aber ich würde mir nicht allzu viele Hoffnungen machen. Wenn es einen Einbrecher gab, ist er aus dem Fenster geklettert und dürfte vom Zug gesprungen sein. Vermutlich. Wie die Handtücher schon wieder fliegen. Bye bye, Silberwölfchen. Bis morgen. Hey, Azu. Sei mal schön nett hier mit unserem wundervollen Polizisten. Nur weil der nicht mehr viel Haupthaar hat? So ist das. Den Knopf habe ich vor dem Fenster im Abteil des Archäologen gefunden. Der Einbrecher könnte ihn verloren haben, als er aus dem Fenster geklettert ist. Beweise dafür gibt es allerdings nicht. Oh, Benzol, ich glaube, ich muss mir auch nochmal Maya Mata Eistee bestellen. Das ist so lecker. Ohne Handschuhe, er macht die Beweismittel kaputt. Sich wohl zu viel gerauft, vermutlich, Arzt. Gut möglich. Hobby in ca. 45 Minuten wird es bei dir gewittern. Also fertig machen, fürs Wäsche reinholen, Rechner sichern und Fenster zu schließen. Ja, ich habe das Gewitter schon gesehen. Es blitzt schon rundherum überall. Bercha, vielen lieben Dank für den Follow. So, dann haben wir hier Schreibzeug. Ui, sehr schöner Füllfederhalter, den Sie da haben. Nicht ganz günstig. Wenn Sie als erster Mensch eine 3000 Jahre alte Hieroglyphenschrift entziffern, bekommen Sie auch so etwas geschenkt. Zentralhaar, stimmt. Es heißt Zentralhaar, Entschuldigung. Ich würde zu gerne wissen, was der Professor vor mir versteckt. Aber ich kann nicht einfach das Gepäck unbescholtener Bürger durchsuchen. Das hier sind die 60er. Echt, da muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Hefetreu, vielen lieben Dank für den Follow. Schneller lootet, als die Polizei erlaubt. Die Bibel, Grimms Märchen, Moby Dick. Und Gin, Whisky, Rum. Alles Klassiker. So, wie sich das gehört. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ein Eckschrank. Nein, nichts Interessantes zu entdecken. Ganz kurz zur Seite gehen, damit ich hier mal ein bisschen mehr sehe. Unten in den Schrank können wir nicht gucken. Und damit haben wir hier, glaube ich, schon alles, was machbar war. Das heißt, wir müssen jetzt ein Spurenset finden, wenn es geht. Können wir mit ihm nochmal sprechen? Professor Gewitter? Boah. Ja. Atomic, ich wohne in der Nähe von Leipzig. Die Haare geschoren. Hat er auch schon wieder so eine Beatles-Perücke? Habe ich auch, Johnny. Sehe schon wieder, meine Haare sehen schon wieder aus wie so ein Käfer. Wie so ein Helm. Knuddeln, Heine. Wie schmeckt denn eigentlich dieses Maya Mate? Ich mag das sehr gerne. Aber wie ist der Geschmack? Das ist schwer zu beschreiben, Wiesel, weil Mate einen ganz eigenen Geschmack hat. Das ist ja eine Pflanze, aus der eben ein Tee gemacht wird im Normalfall, Mate-Tee. Und das wird eben zu diesem kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränk dann verarbeitet. Und es ist, also, ich kann den Geschmack von Mate ehrlich gesagt echt nicht beschreiben. Bevor ich Maya Mate hatte, habe ich es mal mit Club Mate versucht, das ging gar nicht. Das konnte ich überhaupt nicht trinken, das fand ich furchtbar. Genau, deswegen weiß das Weasel. Gewitter in Neuss? Nee, also, wo ist Neuss? Lone Ranger, schönen guten Abend. Das Gewitter sieht aber echt genial aus. Ja, ich würde auch gerade lieber draußen hängen und gucken. Ich mag Gewitter auch sehr gerne. Genau, es ist nicht wirklich süß. Das ist das Schöne. Und es hat halt auch weniger Zucker. Das Maya Mate Eistee hat sogar noch weniger Zucker als das hier. Das hier hat 5 Gramm Zucker auf die 100 Milliliter. Also auf 100 Milliliter.
Und das Eistee hat noch weniger. Ich glaube 4,7 oder sowas. Ich weiß es gerade nicht genau. Ach, Neues ist im Ruhrpott. Im KUKV Düsseldorf. Aha. Nee, da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Bei Edeka schauen? Laut deren Website stand bei uns, gibt's das bei Rewe und Edeka. Kannst du nur mal gucken, Wiesel. Aber was ich dir auf jeden Fall empfehle, hol dir zwei Dosen. Trink zwei. Trink wirklich zwei. Glaub mir. Dollwolk, vielen lieben Dank für den Follow. So. Ach, nichts weiter. Also, schön. Okay, wir hatten nichts, was wir jetzt mit ihm nochmal besprechen konnten. Auf also gehen wir Professor. Mal raus. Wiedersehen. Sondern Rheinland, okay? Gibt's das nicht? Muss es bei Amazon bestellen. Ich muss es auch bei Amazon bestellen, Isaros. Bei uns gibt es auch nirgendwo. Kombucha-Tee-Drink. Okay. Johnny? Gewitter-Oma ist genial. Was ist eine Gewitter-Oma? Da es eher herbsüß ist. Ja, ist es auch. Das Meiermalza kannst du halt, du kannst den Geschmack von dem Zeug nicht beschreiben. Das geht halt nicht. Aber ich finde nicht, dass es wie ein voller Aschenbecher schmeckt. Aber ja, vermutlich ist es ist halt Geschmackssache. Ne? Es ist schwierig, irgendwie zu sagen. Naja. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Baronin noch weitere Informationen für mich hat. Und die angenehmste Gesprächspartnerin ist sie auch nicht. Ach, das ist ein YouTube-Klassiker. Ich bin so wenig auf YouTube unterwegs. Ich habe so wenig Ahnung davon. So, also ihm fehlt, glaube ich, kein Knopf. Mal gucken, ob Matti noch was beobachtet hat. Hey, Matt. Der Geiger hatte die Brieftasche. Das habe ich. Das, ja, ja. Das hatten wir schon. Okay. Achso, warte mal. Ganz kurz nochmal in die Richtung gucken, ob sich hier was geändert hat. Hier irgendwas passiert ist? Nee. Gut. Ja, Radioklassiker. Arizona Watermelon. Ich bin nicht der Freund so von Wassermelonen-Zeugs. Also Wassermelone selbst esse ich gerne, aber alles andere, was ich bisher gegessen habe, was angeblich nach Wassermelone schmecken soll, fand ich bisher furchtbar. Hallo Braste, schönen guten Abend. Oh? Verzeihung, Sir. Natürlich. Jetzt tauchen Sie wieder auf. Halt. Zurück. Nein, ich will zurück. Ich will ihm hinterherlaufen. James? Was passiert hier? Was geht hier ab? Die Baronin? Da kann ich gerade nicht. Professor Lucien? Die Tür ist offen. Wo ist der Steward hin? Wie kann ich Ihnen helfen, Wachtmeister Zellner? Ich würde mich gerne ein wenig... Oh. Wo ist denn der Steward jetzt hin? Halt. Auf Wiedersehen, wo? Professor. Hä? Wiedersehen. Es gibt kein Gewitter in Neuss. Es ist nur der normale Weltuntergang. Wird auch mit Granatapfel. Verkriecht sich mal in den Lurk, macht das wohl. Viel Spaß. Jojimbo, ich danke dir für den Follow. Wo ist denn der Steward jetzt schon wieder hin? Das gibt's doch gar nicht. Der kann ja nicht ständig weg sein. Das ist unfassbar. Der ist da und plötzlich wieder weg. Der Butler, dieser James, scheint vor der Baronin geflüchtet zu sein. James? Good day to you, Sir. Kann ich Ihnen helfen, Wachtmeister? Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen. Wo sind Sie und die Baronin eingestiegen? In Paris. Die Baronin hatte dort im Auftrag einer Stiftung zu tun, für die sie sich seit Jahren einsetzt. Dann waren Sie gar nicht in London, als im Britischen Museum eingebrochen wurde? Vermutlich doch. Wir sind erst am Morgen nach dem Einbruch in aller Frühe nach Dover aufgebrochen. Erfahren haben wir davon aber erst in Paris. In der Londoner Morgenausgabe war der Vorfall noch nicht erwähnt. Und schon zwei Tage später sind Sie in einem Zug in der Schweiz. Die Baronin kommt sehr viel herum, nicht wahr? Wir sind in der Tat fast immer unterwegs. Paralleluniversum ist normal in der Schweiz.
Dann hat es etwas weniger süß, dafür etwas fruchtiger und erfrischender. Das mag ich mehr. Das ist mehr meins. Was können Sie mir über die Baronin sagen? Gar nichts. Ein Butler tratscht nicht, Sir. Wenn Sie mir die etwas seltsame Frage verzeihen wollen, heißen Sie wirklich James? Das wäre ja ein glücklicher Zufall bei Ihrem Beruf. Mein Name ist Clive Alfred Inch. Ihr zweiter Vorname ist Alfred und die Baronin nennt Sie James? Milady ist der Ansicht, dass James der einzig passende Rufname für einen Butler ist. Ist Butler nicht überhaupt ein seltsamer Beruf? Butler. Viele halten das für einen seltsamen Beruf. Er ist zumindest im Aussterben begriffen, das ist korrekt. Der Krieg hat uns eine ganze Generation von Butlern gekostet. Waren Sie auch im Krieg? In der Tat. Ich war Stallbursche bei einem Offizier der britischen Kavallerie. Bei euch Briten weiß man nie, von welchem Krieg ihr redet. Da hat sich seit dem 30-Jährigen nicht viel getan, oder? Im 30-Jährigen Krieg hätte ich keinen Splitter einer Fliegerbombe abbekommen. Nein, sicher nicht. Goodbye, James. Oder Alfred. Gut. Wo zur Hölle ist der verfluchte Stuart hin? Das gibt's ja gar nicht. Eine gute Alternative zum Energy Drink ist, da es auch Koffein enthält. Was wird denn getrunken? Chaos, einen wunderschönen guten Abend, Maya Mato. Wie immer. Wie eigentlich immer. So. Da war der Stuart ja gerade nicht. Wir reden nochmal mit den beiden. Miss Miller? Ja? Vielen Dank für Ihre Haarnadel, Miss Miller. Sie hat mich bei meiner Arbeit ein entscheidendes Stück vorangebracht. Ach, tatsächlich? Das ist erfreulich. Nein, das gibt es nicht in Leid. Und vielen Dank, dass Sie sie mir zurückgebracht haben. Das hätte nicht jeder getan. Ich bin Schweizer Polizist, Madame. Ich kann gar nicht anders. Aber goodbye, Miss Miller. Der Vorteil Chaos ist, es hat von allein schon wenig Zucker. Goodbye, Wachtmeister. Im Vergleich zu anderen Energy Drinks ist es fast ein Witz. Ah ja, Platz. Und schon wieder. Ich wüsste noch 1000 Dinge, die ich Sie gerne fragen würde. Aber nichts davon würde die Vernachlässigung meiner Aufgaben hier im Zug rechtfertigen. Okay, gut. Also haben wir mit ihr nichts mehr zu besprechen. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob der Stuart in der Zwischenzeit hier war. Was soll das denn? Die Antenne wurde vom Radio abgebrochen. Das könnte eine lange Fahrt nach Istanbul werden. Wieso hat jemand die Antenne abgebrochen? Ich lasse die Schere hier. Wenn ich sie brauche, weiß ich, wo sie ist. Okay. Warum hat jemand die Antenne abgebrochen? Ich lasse ihn besser seine Zeit. Ja, okay. So. Die Kiste ist jetzt eher uninteressant. Ist hier noch irgendwas getan? Nö, ne? Hier ist alles wie immer. Guck mal in den Transportwagen. Inspektor Legrand, gibt es Neuigkeiten? Oder der Granini-Fan? Ich habe Professor Lucien mit einer Zange Zugang zu seiner Kabine verschafft. Ist Ihnen in der Kabine etwas aufgefallen? Das Fenster stand offen. Ja. Jemand könnte hinausgeklettert sein. Und der Professor? Benahm sich verdächtig. Er hat seine Ledertasche durchwühlt. Und? Er scheint gefunden zu haben, wonach er suchte. Gut, das war gute Arbeit. Wie wäre es, wenn Sie mir einige Informationen geben würden? Also schön. Am besten. Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen. Runter von mir! Da! Ein Briefumschlag. Oh!
Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Das ist... Weg damit! In Deckung! Sind alle in Ordnung? Sind sie verletzt? Verdammt schnell reagiert. Gut gemacht, Zellner. Bilder freigeschaltet? Ich glaube, der Tunnel ist eingestürzt. Dann sitzt er in der Falle. Schnell, wir müssen den zweiten Ausgang abriegeln. Sir, da vorne ist Feuer. Die Lok brennt. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Schnell, versperren Sie den Ausgang. Aber Sir... Das Feuer frisst den Sauerstoff. Er hat recht, Inspektor. Ein Feuer in einem engen Tunnel ist lebensgefährlich. Verdammt. Gehen Sie nach vorne, finden Sie den Lokführer und sagen Sie ihm, er soll den Zug aus dem Tunnel fahren. Zu Befehl. Sind Sie einsatzbereit? Sie müssen den Transportwagen abkoppeln. Verstanden? In Ordnung. Ich kümmere mich um die Passagiere. Sie sollen alle im Tunnel warten. Beim Hinausgehen nehmen wir uns dann einen nach dem anderen vor. Gehen Sie. Oh Mann, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und natürlich, Yippei, Herr Valros, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 3 Monate im Kokon, für dich festgedrückt, geknufft und geknuddelt. Danke für die anhaltende Unterstützung. Du bekommst endlich Licht in deine Gummizelle. Du musst allerdings noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten. Bis dahin bist du einfach das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Super, 2 Dosen und der Tagesbedarf ist gedeckt. Ja, finde ich irgendwie auch nicht gut. Das finde ich nicht gut. Also hier sind 5 Gramm Zucker drin. Ja, da habe ich bei 30 Gramm, kann ich 6 Dosen trinken. Easy. Wir gucken uns jetzt hier gleich erstmal um. Meine Güte, was für ein Feuer. Ich hoffe, Konstabler Oliver kann überhaupt die Lok erreichen. Okay. Whisky, Scotch, Rum, diverse Liköre. Genug, um einen ganzen Zug von Paris bis nach Istanbul in gehobene Stimmung zu versetzen. Ja, Mann. Champagner. Und das vom Feinsten. Vielleicht können wir die Flasche köpfen, wenn wir lebend aus dem Tunnel herausgekommen sind. Bis dahin kann ich sie nicht gebrauchen. Carling Black Label. Ein britisches Bier. Neben Bier. Damit kann ich nichts anfangen. Zu wenig Alkoholgehalt. Nicht zum Trinken. Für praktische Zwecke, meine ich. Oh Mann. Und hier unten? Die nehmen wir, oder was? Klar, wenn dann hochprozentiges. Hochprozentiger Rum. Der könnte nützlich sein. Hey, ich dachte, das war der Champagner. Ich bin verwirrt. Ach so, Entschuldigung. Isaros, sorry. Stimmt, du hast recht. Ein Rum aus Österreich mit sage und schreibe 80% Alkoholgehalt. Den kann man wohl nur verdünnt oder als Mischgetränk ertragen. Aber tatsächlich trinke ich nicht unbedingt mehr als 2 Dosen. Eigentlich sogar sehr selten. Okay, ich habe jetzt Alkohol. Was auch immer ich mit dem Alkohol machen kann, weil ich ihn ja vor allem nicht... Ich kann ihn offensichtlich nicht mitnehmen. Ich kann ihn nur benutzen und nur hier benutzen. Okay. Dann gucken wir doch mal hier hinter. Besuche die Schäden, betrachte Tür... Klettere vom Zug, betrachte die Räder. Bling! Raiko, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und sehr, sehr gerne. Ich mache das doch sehr gerne. Dankeschön. Der Tunnel könnte tatsächlich eingestürzt sein. Vor lauter Dunkelheit und Staub lässt sich nicht viel erkennen. Aber man kann die Felsbrocken erahnen, die den hinteren Teil des Transportwaggons zerquetscht haben. Na, super. Die Falle des Ermittlers ging nach hinten los.
Der Dieb hat den Braten gerochen. Oder mehr noch, er hat den Spieß umgedreht. Die Kunst beim Katz-und-Maus-Spiel ist, zu wissen, wer die Katze und wer die Maus ist. Ich wollte gerade sagen, Isaros, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu schaffen. Da musst du ja mega drauf achten. Ich bin ehrlich, ich achte da überhaupt nicht drauf. Kein Stück. Ich bin da ein sehr schlechtes Vorbild. Öffne die Tür, klettere vom Zug. Kann ich die Tür denn öffnen? Sie ist noch ganz warm und zu stark verzogen, um sie zu öffnen. Das habe ich mir gedacht. Was war denn das? Hier war da was. Sehe ja kaum was. Können wir den abkoppeln? Glaube ich zumindest. Ich bin mir sicher, dass ich die Wagen entkoppeln könnte. Wenn ich nur genug Licht hätte, um zu sehen, was ich tun muss. Okay. Licht besorgen. Kaya, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Was war eigentlich das hier, die Räder? Die Räder sind bei der Explosion aus dem Gleis gesprungen. Selbst wenn man den Wagen aus dem Geröll ziehen könnte, würde man damit nicht weit kommen. Ich versuche nochmal... die Tür kann ich nicht nochmal besuchen, oder? Versuchen. Okay, gut. Dann zurück in den Salonwagen. Dann gehen wir mal nach vorne. Verzeihung, ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen. Wow. Was tun Sie, Herr Doktor? Legrand bat mich zu kontrollieren, ob sich irgendwo im Zug noch Passagiere befinden. So? Hier ist niemand außer mir. Und Ihnen? Ausgezeichnet. Dann werde ich wohl vorne weitersuchen. Hat sich vor der Explosion jemand verdächtig benommen? Hat vielleicht jemand seinen Platz verlassen? Ich war der Einzige, der nicht auf seinem Platz war, als der Transportwaggon explodiert ist. Gott sei Dank. Andernfalls hätte ich wohl auch etwas abbekommen. Da haben Sie aber Glück gehabt. Habe ich wohl. Was ist da hinten passiert? Der Inspektor sprach von Gasflaschen, die explodiert seien. Das ist ein sehr lang brennendes Streichholz, ja. Tja, das ist jetzt so die Frage. Die Ermittlungen laufen noch. Jetzt müssen wir erstmal den brennenden Zug aus dem Tunnel bringen. Oh, natürlich. Es geht Ihnen überhaupt nichts an. Sind die Passagiere wohl auf? Sie stehen natürlich unter Schock. Der Stromausfall und die Vollbremsung waren bereits beängstigend. Aber dann die Explosion, der Staub. Alle sind auf dem schnellsten Weg zu den Ausgängen. Ich war der amerikanischen Dame behilflich, Lady Westmacott in Sicherheit zu bringen. Sie warten draußen im Tunnel. Der eine Eingang ist vom Feuer blockiert und der andere scheint eingestürzt zu sein. Durchsuchen Sie weiter den Zug. Ich werde so lange den verschütteten Transportwaggon abkoppeln. Tun Sie das. Doktor? Können Sie mir ein paar Streichhölzer dalassen? Oh, natürlich. Das wäre sehr nett. Danke. Danke. Wir sehen uns draußen. Beeilen Sie sich. Könnte auch sein Sprecher sein. Vergleich zum ersten Bild, 10 Blätter Unterschied. Hä? Da fehlen auch keine... Also ja, da sind unten immer mal Blätter abgefallen. Aber ansonsten geht's der Pflanze fantastisch, Onkel. Die wächst und wächst und wächst und wächst. Und hört einfach nicht auf zu wachsen. Wir nehmen den Vorhang. Vielleicht können wir den mit Alkohol tränken und dann als Fackel missbrauchen. Le Grand oder der Constable sind nicht zu sehen. Ich erkenne einige Umrisse von Passagieren. Sie scheinen unversehrt zu sein. Noch. Das Feuer wird immer größer. Mir bleibt nicht viel Zeit. Das sind Streichhölzer mit Paraffin versetzt, sind für Kamine gedacht. Ah. So, mal ganz kurz noch einen neuen Spielstand anlegen. Trachte den Stuhl. Der Stuhl ist entweder bei der Vollbremsung umgekippt oder er wurde bei der Flucht von einem Gast umgestoßen. Vermutlich ist es ein menschlicher Instinkt, nach einer Vollbremsung und einer Erschütterung den Zug so schnell wie möglich verlassen zu wollen. Hi nochmal, Reiko. Hi. Okay, sonst noch irgendwas hier? Betrachte den Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist mir vorhin schon aufgefallen. Er passt nicht ins edle Interieur.
Ich vermute, dass die Bahngesellschaft Sicherheitsauflagen auch auf Kosten der Optik erfüllen muss. So sieht's aus. Kann ich dem gegen das Kohlefeuer könnte er nichts ausrichten. Und er ist zu unhandlich, um ihn herumzutragen. Ich könnte ihn höchstens hier in der Nähe benutzen. Stuhlbein damit abschlagen. Oh, sehr gut. Da können wir jetzt eine richtige Fackel draus machen. Sehr, sehr gut. Läuft, das nehmen wir mit. Da wickeln wir jetzt das Tuch drum. Weiter. So, pass auf. Also, das tränken wir erstmal. Das muss reichen. Man kann nicht gerade sagen, dass der Stoff den Rum gierig aufgesogen hätte. Aber dafür ist genug auf meinen Fingern, um nachher wie eine Schnapsleiche zu riechen. Sehr gut. Zack. Und das Ganze zünden wir an. Der Vorhang liegt eng am Holz an und ist nass vom Alkohol. Ich denke, ich kann die Fackel nun jederzeit entzünden. Was zur Hölle? Ach so. Natürlich. Aber natürlich. Der Alkohol verbrennt mit dunkler blauer Flamme, spendet kaum Licht und dürfte in Sekunden verbrannt sein. Was tut er da? Das löst das Lichtproblem auch nicht. Ich versuche es noch einmal anders. Na, ganz toll. Was hat er jetzt in sein Notizbuch geschrieben? Warte. Und vor allem, wo hat er es hingeschrieben? Das ist immer so... Legrands Falle. Eine Bombe. Im Tresor eine Bombe. Er hätte uns alle in die Luft gejagt. Verfluchter Verbrecher. Legrand macht sich Vorwürfe, dass er die Geldkassette nicht überprüft hat. Aber ich denke nicht, dass er Grund dazu hatte. Der Rabe muss die Bombe in der Kassette platziert haben, bevor sie in der Bank in den Tresor gelegt wurde. Eine erstaunliche Leistung. Und der Umschlag, wie hat er den Umschlag auf dem Tresor platzieren können, obwohl drei Leute in der Nähe standen? Das Ziel des Anschlags ist jedenfalls klar. Der Rabe wollte Legrand aus dem Weg räumen, um sich irgendwann später ungestört das zweite Auge holen zu können. Aber er hat das Gegenteil erreicht. Legrand wird nicht aufgeben, das sieht man ihm an. Und auch ich habe nun einen weiteren Grund, diesen Verbrecher zur Strecke zu bringen. So, das war das. Also, die Fackel brennt nur schwach und geht bei kleinster Bewegung aus. Ich muss die Flamme irgendwie verstärken. Okay. Petroleum. Habe ich denn das? Achso, wir können ja noch weiter nach vorne gucken, oder? Wir können, glaube ich, noch weiter nach vorne laufen. Bye-bye, Reiko. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und morgen einen schönen Tag. Schau aus dem Fenster. Wir können noch weiter nach vorne. Ich sollte mich auf die Abkopplung des Transportwaggons konzentrieren. Gut. Können wir das hier irgendwie mit dem Feuerlöscher? Nö, ne? Ich kann den Feuerlöscher vor allem auch gar nicht mehr benutzen. Lul, soll das so sein? Einige Streichhölzer und die Hälfte ihrer Schachtel, damit ich sie anreißen kann. Ein feiner, aber schwerer Vorhang. Die Oberfläche schimmert und er fühlt sich sehr glatt an. Wie auch die Tischdecken dürfte er nur schwer entflammbar sein. Die Sicherheitsvorschriften lassen nichts anderes zu. Zum Glück, möchte ich sagen, angesichts unserer aktuellen Situation. Ja, das ist wohl besser so. Das kann ich nicht miteinander benutzen. Ach, die Schale ist auf den Boden gefallen. Guck mal. Hier ist bei der Vollbremsung eine Menge zu Bruch gegangen. Die Bonbonschale hat dank ihrer dicken Wände den Sturz vom Tresen aber gut überstanden. Jetzt haben wir ja noch die Schale. Die Bonbons sind verschwunden. In Anbetracht eines explodierten Transportwaggons wird die Bahngesellschaft den Verlust aber verkraften. Da wäre ich mir nicht so sicher. Können wir denn irgendwie... Das geht so auch nicht. Die können wir nur betrachten. Benutze das mit der... Das in die Schale gießen.
Eine Feuerschale dachte ich halt auch. Ich habe die Schale zu etwa einem Drittel mit Rum gefüllt. Boah, starkes Zeug. Können wir das jetzt da... Nö, das bringt ja auch nichts, wenn ich das jetzt wieder rundherum wickle. Weiß noch nicht so ganz. Vermutlich soll ich die Feuerschale, das soll ich das dann beides irgendwie mitnehmen? Hallo, Wusler. Zünde die Fackel an, entzünde den Rum. Wie ich vermutet habe. Der Alkohol brennt mit fast unsichtbarer Flamme. Ja, aber kann ich das jetzt nicht einfach mitnehmen? Die Flamme ist heiß. Aber als Lichtquelle ist sie nicht zu gebrauchen. Na, und wenn ich das jetzt einfach mitnehme, beides? Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, oder? Das ist vermutlich eher unpraktisch. Zünde die Fackel. Das vermute ich gleich wieder aus, oder? Der Alkohol auf dem Vorhang brennt ebenso dunkel wie in der Schale. Das hilft mir nicht. The Zorix, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Okay, also das hilft gar nicht. Ich habe es mir letzte Woche gebraucht gekauft. Es gefiel. Es wurde. Tabletten für meine Herzprobleme. Ich soll eine nehmen, wenn ich Beschwerden habe. Bisher habe ich keine gebraucht. Draußen brennt es, Raupe zündelt erstmal mit Feuer. Natürlich. Habe ich denn hier noch irgendwas übersehen? Nö, das sind erstmal nur die Sachen. Dann gehen wir nochmal nach hinten. Vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen. Klar, dann macht es ja nicht mehr fett jetzt. Okay, hier an der Tür kann ich nichts mehr machen. Ich kann jetzt vom Zug klettern. Achso, ich könnte hier jetzt ja mal Licht anmachen. Hier sehe ich ja jetzt wenigstens ein bisschen, oder? Oder auch gar nicht. Hier gibt es einen spürbaren Luftzug. Vielleicht hängt das mit dem Feuer zusammen. Oder aber da hinten gibt es doch noch eine Öffnung, durch die Luft strömt. Letzteres wäre sehr willkommen. Es würde uns etwas zusätzliche Zeit verschaffen. Super. Ist ganz toll. Hier habe ich wirklich nur diese zwei Möglichkeiten. Die Herztabletten? Achso, nee. Ich kann die auch nicht benutzen, glaube ich. Tabletten für mich. Nee. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß noch nicht so richtig, was. Selbst wenn ich den Stoff entzünden könnte, wie soll ich das Feuer dann transportieren? Ja, das dachte ich ja, dass wir das so mit der Schale irgendwie hinkriegen, aber... Die Flamme ist heiß. Aber als Lichtquelle ist sie nicht zu gebrauchen. Ach, ich kann die Flasche doch benutzen. Das wäre dann so etwas wie ein Molotow-Cocktail. Ich will nicht... Nicht gut? Aber ich will nicht in einem Flammenmeer stehen. Na gut, können wir dann das Stuhlbein in die Flasche stopfen? Nein, können wir nicht. Können wir das miteinander verbinden und dann in die Flasche stopfen? Ist auch nicht in Ordnung, vermutlich. Ich spiele nicht so oft mit Feuer, es tut mir leid. Können wir es so in die Flasche stopfen? Können wir nicht. Es geht auch nicht. Verflucht. Tja, ich bin langsam überfragt. Die rumgetränkte Fackel. Ich kann die jetzt dort entzünden, aber das bringt mir absolut gar nichts. Gieße den Alkohol über die Fackel, das haben wir ja schon 50 Mal gemacht. In die Schale bringt mir halt auch nichts. Stoff, Stuhlbein und Feuer gleich Fackel. Das habe ich schon 5 Mal gemacht, Weasel. So schlau war ich auch. Die Flamme ist reicht heiß, aber nicht. Aber als Lichtquelle ist sie nicht zu gebrauchen. Es reicht aber halt irgendwie nicht. Ich bin irritiert. Was kann ich tun? Kein Alkohol über die Fackel? Ja, der ist ja aber automatisch da drüber. Also ich zünde es jetzt nochmal an. Der Alkohol ist doch automatisch jetzt schon da drauf. Der Alkohol auf dem Vorhang brennt eben. Ja, blablub. Blub, blub, blub. Sehr ruhig jetzt. So, pass auf. Das hier ist ja schon mit Alkohol getränkt. Ein feiner, aber schwerer Vorhang. Wie auch die Tischdecke. Verstehst du? Das Problem ist, das ist jetzt schon vorbei hier. Das Ding ist schon mit Alkohol getränkt.
Ich hab schon alles durchsucht, Brasse. Hab nichts mehr. Gibt nichts mehr. Ich kann hier nur aus dem Fenster gucken und nach vorne kann ich nicht gehen. Weil ich erst hier hinten den Wagen abkoppeln soll. Ich kann ja auch nochmal aus dem Fenster gucken, vielleicht bringt's was. Das Feuer saugt den Sauerstoff aus dem Tunnel und flutet ihn mit giftigem Kohlenmonoxid. Hier in den Alpen gab es schon Dutzende Katastrophen in den Tunnels, die mit erstickten Menschen endeten. Ich kann nicht hinter den Tresen. Dieses Mal werden wir es nicht so weit kommen lassen. Ich kann nicht hinter den Tresen und irgendwas Ölhaltiges habe ich hier nicht. Das dauert zu lange. Die Zeit wird knapp. Hi, Cassie. Pling, ploing. Vielen lieben Dank für den Reset. Danke, ich bin für 3 Monate im Kokon für dich festgeknufft und geknuddelt. Danke für die anhaltende Unterstützung und danke für das Kompliment. Du bekommst endlich Licht in deine Gummizelle. Allerdings musst du ein bisschen auf den Lichtschalter warten. Bis dahin bitte einfach das Leuchtmittel aus der Fassung drehen. Vielen lieben Dank, Cassie. Dankeschön. In der Kiste, wo du die Zange her hast, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Die Kiste ist weg. Alles weg. Kaputt. Alles kaputt. Weg. Also ich kann auch gerne nochmal die Leertaste drücken. Das sind aktuell die 3 Möglichkeiten, die ich hier habe und der Weg nach draußen. Und was da passiert, Wookie, hat man ja gerade. Das dauert zu lange. Die Zeit wird knapp. Das habe ich gerade gemacht. Dann in dem Streichholz umgeschaut. Das habe ich noch nicht tatsächlich. Vielleicht ändert das etwas. Nicht hier, aber vielleicht hier vorne. Ist gar keine schlechte Idee. Leider scheint es aber nichts zu ändern. Zum nächsten Waggon kann ich nicht, oder? Kann ich wenigstens gucken? Ich sollte mich auf die Abkopplung... Nein. Ja. Das habe ich mir gedacht. Hier gibt es nichts weiter. Wenn ich jetzt hinten rausgehe, ist, glaube ich, das Licht gleich wieder aus. Vielleicht ist es vorbei, vielleicht ist es oben, bleibt es vielleicht an. Oben bleibt es an. Hier herrscht ein ganz schöner Luftzug. Der Sauerstoff wird zum Feuer gesogen. Ja, das hilft mir leider alles nicht. Hier kann ich nur runter. Unten ist wirklich gar nichts mehr. Also ich habe wirklich nur noch das, was ich habe. Nur noch diese 3 Sachen hier und das in meinem Inventar. Das Portemonnaie kann ich nicht benutzen. Ich kann nur die Streichhölzer benutzen und den mit Alkohol getränkten Vorhang. Der Alkohol auf dem Vorhang würde sich entzünden und ebenso dunkel brennen wie in der Schale. Das wäre dann so etwas. Ich will. Feuerteufel. Ich gehe davon aus, dass der Rum wie Spiritus brennt. Aber ich sollte das besser nicht direkt in der Flasche ausprobieren. Ich müsste wohl lange warten, bis ich mit Streichhölzern ein Stuhlbein entzündet habe. Besser, ich lasse mir etwas anderes einfallen. Selbst wenn ich den... Ich müsste wohl lange warten. Ich bin überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, ich habe jetzt schon alles mit allem versucht. Ja, ich komme wirklich nicht weiter. Das Stuhlbein mit dem Vorhang. Ja. Und dann? Und dann? Das Stuhlbein mit dem Vorhang hatten wir schon ganz oft.
Kronjäger, schönen guten Abend, Hallöchen. Die Lösung ist lustig. Aha. Willkommen zurück, Gamer. Der Stoff wird nicht noch mehr Alkohol aufnehmen können. Weil hier sagt er doch jetzt gleich wieder, Möp Möp, bringt mir überhaupt nichts, Möp Möp. Der Alkohol auf dem... Ja, zack, macht das wieder aus. Wenn ihr es in einem Tipp verpacken könnt, könnt ihr das gerne versuchen. Also das in einem Tipp zu verpacken und nicht brach die Lösung zu schreiben. Okay, ich entscheide doch wohl immer noch selbst. Aber ja, umschrieben wäre schön. Irgendwie, dass ich den Tipp noch entschlüsseln muss. Aber das ist halt irgendwie gerade, ich bin etwas... Ich finde es äußerst merkwürdig gerade. Der Alkohol verbrennt mit dunkler... Kann der Kunde mal aufhören, das auszumachen jedes Mal? Ich versuche es noch einmal anders. Nee, tatsächlich habe ich das nicht versucht, Nele. Aber das war ja jetzt nicht sonderlich verschlüsselt. Als Botschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. Ach, vom Schmierfett. Natürlich ist es jetzt ölig. Alles klar. Alles klar. Beim nächsten Mal ein bisschen umschreiben, Nele. Das wäre ganz cool. Aber dankeschön. Oh, uff. Ich bin der Herr des Feuers. Na genau. Also man hätte durchaus auf die Idee kommen können, ja. Ich gebe zu, es war jetzt nicht so abwegig. Frittenfett ist die Lösung. Das ist schon besser. So. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlang läuft. Danke, Louis. Vielen Dank für die Bitte. Schlaf ja eh nie. Aber schlafen ist wichtig. Erstaunlich primitiver Mechanismus. Vermutlich hat er sich bewährt. Yippie! Meistens nicht gerade ölfrei an manchen Stellen. Ja, das wäre auch gut gewesen. Auch das wäre in Ordnung gewesen. Yippie! Quardo! Vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraubern. Bitte mach es dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Für dich geknufft und geknuddelt. Viel Spaß in deiner eigenen privaten... Nee, habe ich gerade gesagt. Das mit der Gummizelle habe ich gerade schon gesagt, oder? Viel Spaß in den... Die Gemeinschaftsräumen. Ich bin langsam durch heute. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Und hab bitte immer ein nasses Handtuch zur Verteidigung dabei. Du weißt nie, wann dich jemand in die Gruppendusche zerrt. Danke schön. Ein Spit für Raupung. Doch recht mit was Öligem. Ja, ja. Nee, wie Wiesel, das mit dem Schmierfett, da habe ich halt auch nicht dran gedacht. Wishmaster, schönen guten Abend, hi. Schön langsam durch die Hose atmen. Schön. Na klar. Da bewegt sich nichts. Die Kopplung steht unter Spannung. Dreh den Hebel. Aha, mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. Giranta, schönen guten Abend. So. In Ordnung. Gut. Die Kopplung steht nicht mehr unter Spannung. Jetzt müsste ich sie aushängen können. Könnte man meinen, wo ist er denn jetzt? Na also, dann nichts wie perfekt. Bei dir.
Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. Und jetzt? Wer fährt die Lok? Gute Arbeit. Sie auch. Hören Sie bitte! Matty! Wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mama. Ich bin sicher... Da! Von zwei Bits. Ja, da kann ich richtig fett feiern Matt, gehen, Louis. Wo bist du? Ich, gleich. Moment. Da. Was? Bleib so, wie du bist. Oh, Quado, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und für das Kompliment. Danke schön. Danke. Erstmal eine Herztablette. Ja, eigentlich müsste er jetzt... Oh, seine Herztabletten sind weg. Verflucht, seine Herztabletten sind weg. Nicht gut. Schau hinter die Theke. Matt, bist du da? Louis, nichts. Ich hau dich gleich raus. Hör auf jetzt. Es ist gerade hier Action und so. In the game. Danke trotzdem für 3 Bits. Dankeschön. Und Carrie, danke auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank. Diese Action. Ich weiß gar nicht, war jetzt hier noch was oder war hier nichts? Schau aus dem Fenster. Hier ist er doch. Hier hockt er doch. Die Lok und der Kohletender brennen immer stärker. Der Fahrtwind hat die Flammen weiter angefacht. Ich muss die Wagen dringend zum Stillstand bringen. Früher oder später wird es die Lok zerreißen. Matti! Ich bin da. Hey, da bist du ja. Was hast du dir nur dabei gedacht? Tja. Na, komm erst mal raus da. Ist der weg? Wer ist weg? Der Mann. Was für ein Mann? Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter. Okay? Willst du rauskommen? Schön auf dich aufpassen, Matty. Gute Idee. Du hältst hier die Stellung. Dankeschön, FS Gamer. Danke. Handtasche. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Matts Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche und eine teurere. Vermutlich. Haben wir was Nützliches? Aha. Aha, die Holzpistole. Matt hat etwas beobachtet. Das könnte sich als sehr nützlich erweisen. Nur, wenn ich den Zug nicht bald abbremse, werde ich mit den Informationen in diesem Leben nichts mehr anfangen können. Ach, wir haben alle Zeit der Welt. Ist ein Point and Click. Ich habe Gott sei Dank keinen Stress. Können wir die Matt zurückgeben? Damit er sich sicherer fühlt? Matt, schau mal. Danke. Halt mir damit den Rücken frei, in Ordnung? Wird gemacht. Sehr gut. Sehr, sehr schön, da hätten wir das dann auch. Matt scheint den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen zu haben. Was gut ist. Ich kann mich nicht um ihn und den Zug kümmern. So sieht's aus. So, was haben wir hier? Uns erstmal in dem Abteilen um. Na, was ist denn da los? Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Gut möglich. Diese epische Musik. Da, da, da. Da, da, da.
trinke ein Glas Gin. Na klar. So aussichtslos ist meine Situation nun auch wieder nicht. Eine gute Nacht, bitte noch. Gute Nacht, Louis. Schlaf gut. Bye-bye. Nachti. Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Okay. Könnte also das Wasser anstellen. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf so sieht's aus. Du? Rette den Tag. Echt, ey, rette gefälligst den Tag. Wir haben hier ein Handtuch. Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. Kann ich das vielleicht ich mitnehmen? Ich lege es mir um den Hals. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Kann ich das nicht nass machen? Ich hätte das Handtuch gern nass gemacht, was er jetzt um den Hals hat. Na also, es geht doch. Es saugt sich mit kaltem Wasser voll. Casey, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bye-bye. Gut, okay. Also, wir haben ein nasses Handtuch. Ein nasses Handtuch! Nasse Handtücher! Siehst du, die sind wichtig. Handtücher sind sehr Der wichtig. Der Koffer von Professor Lucien. Anders als die Ledertasche hat er ihn liegen gelassen, als er zusammen mit den anderen Gästen den Zug verließ. Ja, yep. Der ist offensichtlich ich nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass darin etwas Interessantes zu finden ist. Was immer der Professor vor mir versteckt. Es befindet sich in der Ledertasche. So sieht's aus. So, Abteil verlassen. Nasses Handtuch! Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir haben ein nasses Handtuch. Wir sind geschützt. Vor einfach allem. So, was haben wir hier? Nimm die Axt. Oh, Axt. Gib mir die Axt. Wir haben ein nasses Handtuch und eine Axt. Wenn das hier kein Notfall ist, dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut, wir haben eine Axt. Da geht's nur zurück, oder? Nee, warte, da ist noch was. Die Notbremse ziehen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wäre zu einfach. Was zu beweisen war. Mist, damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. War, wie kann aber ich den klar. Zug zum Stehen bringen? Na, vielleicht vorne in der Lok irgendwie? Dort würde ich jetzt zumindest nachschauen. Oh Gott, der Man blutet am Bein. Man kann vor lauter Rauch kaum noch aus dem Fenster sehen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da vorne auf dem Tender brennt. Aber es müssen Tonnen sein. Gegen dieses Feuer kann ich nichts ausrichten. Was? In mir steckt kein kleiner Psycho. Never ever. Ich doch nicht. Habe ich noch was übersehen? Nö. Öffne Tür. Vermutlich mit der Axt. Nicht? Wenn die Notbremsen nicht funktionieren, muss ich zu anderen Mitteln greifen. Also los. Au! Onkel, hast du gerade den passenden. Hast du gerade eventuell den passenden Clip parat? Ich denke da an einen ganz bestimmten Clip. Abgeschlossen. Na, ist ja ganz toll. Dann eben mit Gewalt. Au! Was hat er denn jetzt gemacht? Du weißt nicht, welchen ich meine. Denk mal an Liz, Onkel. Robbe zurück, benutze die Axt, betrachte die Kopplung. Da ist die Kopplung. Sie sieht genauso aus wie die vom Transportwaggon. Das heißt, ich muss als erstes dieses Ding da drehen, das alles auf Spannung hält. Ja. Komm schon. Es geht nicht, selbst wenn ich den Hebel mit der Hand erreichen würde. Ich könnte nicht genug Kraft aufbringen, um ihn zu drehen. Gewalt? Wie wär's mit Gewalt? Ich bin für Gewalt. Ja. War sogar gar nicht so gewalttätig, wie ich dachte. Das muss reichen. Die
weibliche Version von Lucifer. Sie ist nicht weniger als der Satanes in weiblicher Person. Die Kopplung löst sich nicht von alleine, weil sie unter zu starker Spannung steht. Die Lok zieht die Waggons und die gesamte Zugkraft lastet auf der Kopplung. Es ist nur ein Haken, aber er wird sich nicht einfach so lösen. Kann ich das auch mit der Axt versuchen? Verflucht. Da, dieser Clip beweist, dass ich absolut kein Psychopath bin. Ich doch nicht. Puh, das ist nicht einfach nur Qualm. Man schmeckt richtig die Ascheklumpen heraus. Zeit für die Geschichte meines Hilfs-Sheriffs. Ich habe die Lok abgehängt. Bei voller Fahrt. Nicht schlecht, oder? Meinst du, wir bekommen Ärger? Wegen der Lok? Glaube ich nicht. Die war schon ziemlich alt. Komm raus, dann können wir uns unterhalten. Ich war im ganzen Zug. Hier ist niemand mehr außer uns beiden. Was für ein Abenteuer. Oh ja. Erzähl mal, was hast du hier im Zug beobachtet? Also, das war so. Ich wollte ja meine Pistole holen. Gute Nacht, Skraja. Schlaf gut. Der Steward. Hab's doch gewusst. Von Anfang an habe ich's gewusst. Als der Kerl weg war, bin ich aufgestanden und habe gegen die Scheiben getrommelt. Ich wollte schnell weg. Aber dann habe ich mir gedacht, was, wenn mich der Kerl im nächsten Waggon hört? Da habe ich Angst bekommen und habe mich wieder versteckt. Das hast du gut gemacht. Ja, hat er. Was war denn der zweite Clip, Onkel? Glaube ich das wirklich? Was, Gilibier? Was? Du bist sicher, dass es ein Mann war? Ganz sicher. Was denn sonst? Eine Frau? Nein. Mädchen können doch keine Einbrecher sein. Mädchen sind immer so brav. Merkt euch das. Hast du den Mann erkannt? Ist er dir schon einmal begegnet? Ah, das war der zweite. Alles klar. Würdest du ihn wiedererkennen, wenn du ihn siehst? Nein, es war ganz dunkel und ich habe mich versteckt. Warst du denn ein großer Mann? Oder ein kleiner? Ein Mann halt. Ein Mann halt. Ich glaube, es ist ein böser Mann. Wieso glaubst du das? Er hat sich durch den dunklen Waggon geschlichen und ganz heimlich getan, obwohl alle anderen draußen im Tunnel standen. Vielleicht wollte er auch nur seine Holzpistole holen. Ach Mensch. Robin, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Naja, Gamer, tatsächlich war es bei Liz halt in dem Fall auch so, dass der Typ das mehr als verdient hatte. Fies und gemein. Und haut mit Handtüchern. Bitte was? Gar nicht, Genevieve. Dieser Briefumschlag, den der Mann verloren hat. Wo ist der geblieben? Ich dachte, er sei vielleicht wichtig. Ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal nach. Genau. Ein paar Scheine. Ein italienischer Reisepass. Leer. Sehr interessant. Und hier ein Ticket für die Kreuzfahrt. Was? Genau so sehen die Tickets aus, die wir für das große Schiff haben. Das, mit dem wir von Venedig nach Kairo fahren. Tatsächlich? Darf ich den behalten? Was willst du denn damit? Eine Reise machen. Eine Reise. Die Clips sind schon 2 Jahre alt. Um meine Chance mit auf die Reise zu gehen. Das Ticket und alles andere im Brief sind Teil meiner Ermittlung. Halt die Backen. Und sie haben in Kairo sowieso nichts verloren. Typ, du. Wenn ich Ihnen den Briefumschlag nicht gegeben hätte, hätten Sie keinen Beweis.
dass der Erbe des Raben an Bord des Schiffes sein wird. Ach, das Schiff ist die nächste Gelegenheit, das Auge zu stehlen. Und er wird nicht aufgeben, bis er es hat. Und genau deswegen sollten Sie mich mitkommen lassen. Echt? Nein. So ein Arsch. Ich habe es mir verdient, mitzukommen. Sie haben Außergewöhnliches geleistet. Mehr als irgendjemand von Ihnen erwarten konnte. Und trotzdem wollen Sie mich hier zurücklassen? Sie haben unserem Gegner die Stirn geboten und sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Nächstes Mal haben Sie vielleicht weniger Glück. Es war kein Glück. Sie können erhobenen Hauptes in die Schweiz zurückkehren. Genießen Sie Ihren Triumph. Ich habe noch nichts erreicht. Der Kerl wollte uns umbringen und ist immer noch auf freiem Fuß. Lösch dich, du Typ, ey. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Was haben Sie eigentlich noch im Tunnel herausgefunden? Nicht viel. Nachdem wir aus dem Tunnel gekommen sind, haben Robert und ich die Passagiere verhört. Was nichts ergeben hat? Nein, der Lokomotivführer und der Heizer waren verschwunden. Man hat sie später einige Kilometer die Strecke hinab gefunden. Beide behaupten, von einem Schatten überwältigt und vom Zug geworfen worden zu sein. Aber Sie glauben das nicht? Ich lasse die beiden überprüfen. Eventuell wurde einer bezahlt, um den anderen auszuschalten. Wie konnte der Erbe des Raben von der Falle erfahren? Wie konnte er das Dynamit in die Kassette legen und wie den Brief platzieren? Das Dynamit war vermutlich schon in der Kassette, als ich sie in den Tresor gelegt habe. Ich habe nicht reingesehen. Sie hatten keinen Grund dazu. Es war nicht mein einziger Fehler. Ich wusste, dass jemand oben auf dem Dach des Transportwaggons war. Aber ich habe mich durch den verfluchten Brief ablenken lassen. Woher wussten Sie? Zu spät. Ich hätte gleich reagieren müssen. Ich komme mit, Basta. Unser Gegner ist fähig, mehrere Stangen Dynamit unter meiner Nase in eine Geldkassette zu schmuggeln. Nach allem, was wir wissen, könnten sie jetzt gerade auf der nächsten Bombe sitzen. Es geht einfach nicht. Aber... Wir sind da. Sekisu, einen wunderschönen guten Abend. Das alleine ist schon merkwürdig an ihm. Mankometsu, oh, ich glaube nicht, dass das, nun. Schlechte Nachricht. Aber das sieht man einfach nur schlecht. Es ist wegen des Fehlschlags im Zug. Ich soll zurück nach Paris und mich erklären. Sehr gut geputzte Brillen. Man will die ägyptischen Behörden informieren, dass möglicherweise ein Diebstahl geplant ist. Möglicherweise? Ägyptische Behörden? Was, wenn der Stein schon auf dem Mittelmeer gestohlen wird? Ja, ich weiß. Das habe ich nicht bekommen. Überwachen Sie die Verladung des Auges, Robert. Aye, Sir. Schön, Sie kennengelernt zu haben, Wachtmeister Zellner. Guten Abend, Ben. Oder Benk. Hi, herzlich willkommen. Und gute Nacht, Ben Soul. Schlaf gut. Um 5 wieder raus. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und nee, nicht privat abgespeichert, Gamer. Du kannst doch jederzeit einen Clip machen, wenn du auf Twitch einen Stream schaust, egal wo. Kannst jederzeit den Clip machen, kannst dir dann auch noch zuschneiden, wenn der dir davor oder dahinter irgendwie noch zu lang ist, sodass du wirklich nur ein Stück hast, das, was du gerade toll oder lustig fandest. Und dann werden die Clips auf der Plattform gespeichert. Und Onkel hat dir ja den Link geschickt, wo alle Clips sind, die auf meinem Kanal erstellt wurden. Benk passt, okay. Benk, alles klar. Hey. Und du glaubst immer noch, dass es der Rabe ist? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mag ihn einfach nur nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich fände es fast zu offensichtlich, wenn er wirklich der Rabe ist. Das fände ich irgendwie zu einfach. Was hat der Konstable für ein Problem mit mir? Ich glaube, er ist eifersüchtig. Er wurde mir von Scotland Yard als Unterstützung zugewiesen. Ganz ähnlich wie Sie von den Schweizer Behörden. Mit dem Unterschied, dass er mit nach Ägypten darf. Robert soll mich die ganze Zeit begleiten. Ihr Auftrag bezog sich nur auf die Schweiz. Im Moment würde ich genauso gerne zurück in die Schweiz gehen, wie Sie nach Paris. Ich weiß, aber ich bewege mich auf dünnem Eis. Da sollten Sie mir nicht noch auf den Schultern sitzen. Hey! Und da im Tresor ist also das zweite Auge. Ja, ein Smaragd. Seit Anfang des Krieges lag er in einer Züricher Bank. Ich habe ihn persönlich aus dem Banktresor genommen. Und Professor Lucien hat als Experte seine Echtheit bestätigt. Und während im Zug ein falscher Edelstein auf Reisen ging, wurde der echte per Geldtransporter hierher gebracht. Wie ist er gesichert? Man kann den Tresor nur öffnen, wenn man 3 passende Schlüssel hat. Einen hat Professor Lucien, einen Baronin von Trebitz, die all das hier bezahlt.
Der dritte ging per Luftfracht an Dr. Abbas Mokhtar, den Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo. Das heißt, nicht einmal Sie können den Tresor während der Überfahrt öffnen? Das ist korrekt. Wir wollten es potenziellen Dieben nicht so leicht machen. Löblich. Löblich. Wirkt ja jetzt schon ein paar Minuten erinnert ein wenig an Geheimakte, oder irre ich mich da? Halt so generell Krimis. So generell klassische Krimis halt. Mir gefällt es sehr gut. Statt 24 Stunden auch alle anzeigen lassen kann. Interessant. Ah, okay. Alles klar, geh mal. Egal, was du gerade bastelst, Klaus hat Kleber. Ah, Onkel. Sie setzen damit ihre Karriere aufs Spiel. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Und ob mir das bewusst ist. Was interessiert Sie so an diesem Fall? Jemand gibt sich als der Rabe aus und schon riskieren Sie Ihre Karriere? Was, wenn er sich nicht nur dafür ausgibt? Wie meinen Sie das? Es ist seine Handschrift und Nico hat mich nur einer genannt. Schon einmal daran gedacht, dass ich damals den Falschen erwischt haben könnte? Aber wie meinen Sie das? Nehmen wir einmal für einen Moment an, die Person, die ich damals angeschossen habe und die daraufhin vom Dach gestürzt ist, war nicht der Rabe. Wer hätte Interesse an der Wahrheit gehabt? Der Polizeipräsident? Die Politik? Nein, die wollten sich mit einer erfolgreichen Jagd schmücken. Und dem Raben hätte doch gar nichts Besseres passieren können. Die Jagd auf ihn wurde eingestellt. Er musste mich nicht mehr fürchten. Denn mir wurden so viele Orden umgehängt, dass er ihr Klimpern über Kilometer gehört hätte. Und jetzt ist er wieder zurück. Und Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann. Klingt das für Sie wahrscheinlich? Die Federn, die Briefe, Nico. Niemand außerhalb des Polizeiapparats weiß, dass der Rabe mich in seinen Briefen so genannt hat. Polizisten tratschen und es gibt genug gute Fälscher. Sie können doch nicht ernsthaft Ihren Ruf wegen so schwacher Hinweise gefährden. Nur Anerkennung für etwas, das ich vielleicht gar nicht getan habe. Ich muss einfach wissen, wer hinter all dem hier steckt. Ich glaube nicht, dass er das ist. Was ist denn Jens los? Ha, egal was du isst, Bruno ist Mars. Egal wie schlecht diese Witze noch werden, Peter findet's lustig. Egal wie lange du dabei bist, Manuel ist neuer. Ah, uff. Erst seit knapp 2 Monaten? Davor war ich nur YouTube. Allen Funktionen bin ich leider noch nicht vertraut. Alles gut, Gamer. Alles in Ordnung. Du kannst ja fragen. Alles gut. Umaro, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Fassen wir mal zusammen. Einer der beiden wertvollsten Edelsteine der Welt wurde gestohlen. Ganz offensichtlich soll auch der zweite gestohlen werden. Sie vermuten dahinter einen legendären Einbrecher, der eigentlich seit 5 Jahren tot ist. Weiter? Der zweite Edelstein wird dort gerade verladen. In einen Tresor, für den man 3 Schlüssel braucht. Den ersten Schlüssel, den vom Archäologen, dürfte sich unser Gegner schon im Zug besorgt haben. Yep. Über den Verbleib des zweiten Schlüssels, der per Luftfracht nach Kairo geschickt werden sollte, wissen wir nichts. Wir müssen also davon ausgehen, dass er ihn schon hat. Bleibt nur noch einer. Der Schlüssel der Baronin. Korrekt. Sie brauchen meine Augen an Bord. Sie können Ihre Augen hier am Kai für mich offen halten. Ich wäre Ihnen sogar dankbar dafür. Aber wenn dieses Schiff ablegt, werden Sie uns traurig hinterherwinken. Aber wir haben es mit einem gefährlichen Mann zu tun und ich werde ihn ohne Rücksicht jagen. Ich werde Sie da nicht mit hineinziehen. Es ist ja wohl meine Entscheidung, ob... Ist es nicht. Es ist meine und ich habe sie gefällt. Guten Tag, Wachtmeister Zellner. Kennst du denn die Sammlung, FS Gamer? Das sind wir Playlists auf YouTube. Egal wie viele... Wie viele Türen du hast, Terroristen haben mehr Türe. Das ist schon manchmal, Onkel, manchmal ist es ein bisschen belastend mit dir. Der Kapitän begrüßt die Gäste, jeden so, als sei er ein alter Freund. FS Gamer Onkel hat gerade den Link geschickt. Du findest, also du weißt ja, was bei YouTube Playlists sind. Quasi eben hintereinander weg von Spielen Videos, Folgen, wenn man so möchte. Und ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe Spiele, die ich gestreamt habe, habe ich dann geschnitten danach, also die VODs geschnitten, sodass zum Beispiel der Anfang weggecuttet ist und die Pausen weg sind und sowas. Damit man hintereinander weg dann in den Sammlungen das wie eine Playlist halt einfach am Stück gucken kann.
Also mehr oder weniger am Stück. Man sollte Pausen dazwischen machen. Weil es sind ja viele Stunden und so. Egal wie toll du Eier kochst, Kumini kocht Eier zu lang. Oh. Uff. Was auch immer passiert. Ah ja, toller. Ich werde noch heute diese Gangway hochgehen. Diesem elenden Bombenleger muss das Handwerk gelegt werden, bevor er noch mehr Menschen in Gefahr bringt. Echt, ey. Kann ich den nochmal betrachten, den Captain? Chat und uns best, ja. Wie viel Legrand ihm wohl erzählt hat. Er muss wissen, was da auf seinem Schiff über das Mittelmeer gebracht wird. Aber ob er vom Überfall im Zug und der Explosion weiß? Oha, echt jetzt? Die Sprecherin ist während der Vertonung verstorben. Alles gut, Gamer. Schönen guten Abend, Dr. Hart. Egal wie voll die Kiste ist, Xavier kann immer noch was Naidu. Egal wie viele Kacheln du hast, Jörg ist der Kachelmann. Lieber mit Verona kegeln als mit Dieter Bohlen. Oh, ist belastend gerade. Ich höre jetzt auf, das zu lesen. Kein Ton, was ist falsch? Spartaner, drück mal Steuerung F5. Kann das ihm mal bitte jemand schreiben? Oliver scheint ein eher schlichtes Gemüt zu haben. Aber ich glaube nicht, dass er ein schlechter Polizist ist, wie er im Tunnel reagiert und den Zug hinausgeschafft hat. Hut ab. Genau. Darf man ja auch nicht vergessen. Also, ne, der Constable hat was gemacht, ich habe was gemacht und eigentlich hat nur hier Legrand sinnlos rumgestanden. Ich war ja auch schon alt, 36 geboren, ja. Aber trotzdem. Egal wie dicht du bist, Goethe war dicht. Das Meer ist heute ruhig. Optimale Bedingungen für eine Kreuzfahrt. Mach mal, was Raubling dir sagt. Toll, Jedebier. Ganz toll. Kurz kuscheln, ja? Aber nur kurz. Spartana, kannst du jetzt, geht's jetzt wieder? Das ist Maya, Wee Weasel. Mal ganz kurz, ich werde mir hier ganz kurz. Versuch mal Steuerung und F5 gemeinsam. Im Zweifel gehen andere Streams. Gegebenenfalls anderen. Wartet. Browser testen. Ja, ist sie, Weasel. Soll ich dir die Decke hier reinholen? Ich bin gleich wieder da. Gib mir mal ganz kurz einen Moment.
Ich habe hier nur mal ganz kurz die Decke hier reingeholt. Kann sie jetzt hier drin mit mir, also direkt neben mir liegen. Ich glaube, das ist angenehmer. So. Kenn doch meinen Hund. Latscht uns die ganze Zeit durch die Wohnung. In jüngeren Jahren hätte ich vielleicht erwogen, mich vom Kran aufs Schiff abzuseilen. Aber diese Zeiten sind eindeutig vorbei. Ich werde das jetzt nicht mehr vorlesen. Hallo, Konstable Oliver. Es heißt Constable. Ich wollte nur sagen, dass Sie im Tunnel einen guten Job gemacht haben. Danke. Woher wussten Sie nur, wie man den Zug in Bewegung setzt? Mein Onkel und mein Vater sind Bergleute. Mein Onkel kümmert sich um den Abtransport des Abraums. Verstehe. Und Sie haben ihm dabei über die Schultern geschaut. Klar. Von nichts kommt nichts. Hat Legrand Ihnen von seiner Theorie erzählt? Dass es sich um den echten Raben handeln könnte? Natürlich hat er das. Wir sind Partner. Aber das Vorgehen passt doch überhaupt nicht. Der Rabe war kein Bombenleger. Eben. Wir haben den Brief und die Feder. Das ist ein Erkennungszeichen. Jeder kann eine Rabenfeder in einen Briefumschlag stecken. Sie genau. müssen es ja wissen. Was soll das heißen? Sie waren es. Was war ich? Sie haben den Briefumschlag auf den Tresor gelegt. Um mich selber in die Luft zu sprengen. Sie haben die Bombe weggeworfen und sind nun der gefeierte Held, oder nicht? Und der Rabe dürfte gut gezahlt haben. Das ist doch Blödsinn. Ist es das? Nur Sie, ich und Legrand waren im Transportwaggon. Genau. Einer von uns muss den Umschlag auf den Tresor gelegt haben. Legrand nicht und ich auch nicht. Denken Sie mal darüber nach. Ja, aber ich will es nicht mehr vorlesen, Gamer. Diese furchtbaren Flachwitze. So, was haben wir denn hier? Ein tolles Auto. Allerdings nichts gegen die junge Dame, der es gehört. Erstaunlich, wie viel Gepäck so wenige Passagiere mitnehmen wollen. Mein Tipp ist, dass 3/4 davon den Damen der Schöpfung gehört. Was sie wohl darstellt? Eine Schauspielerin? Eine Millionärstochter? Zumindest zieht sie die Blicke auf sich. Guten Abend, VOB. Hi. Hi, Marco. Moin. Raupe mit unserem exquisiten Humor überstrapaziert. Exquisiter, bitte was? Ganz bestimmt. Ich kann nicht mit dir sprechen, das ist ja langweilig. Ich werde mal einen unauffälligen Blick aus der Nähe darauf werfen. Yippie! Total unauffällig. Guck, wie unauffällig er ist. Oh, das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand vor meiner Tür auf dem Boden herumkriecht. Aber die das Stimme! Macht doch nichts, junges Fräulein. Nichts passiert. Das freut mich, Herr... Zellner. Anton Jakob Zellner. Ich kenne die Stimme. Einfach so verpacken, dass sie denkt, es wären keine Flachwitze mehr. Genau. Juffei! Gibby Sugar, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Mach es dir bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Stimmt, es ist Buffy. Ja, Mann. Danke für die Unterstützung. Viel Spaß auch in den Gemeinschaftsräumen und denk bitte immer an dein nasses Handtuch zur Verteidigung. Du weißt nie, wann dich jemand in die Gruppendusche schleift. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Hund, Platz jetzt. Oh Mann. Dürfte ich wohl Ihren Namen erfahren? Patricia Myers. Sie sind Amerikanerin? So ist es. Würden Sie mir bitte helfen? Gewiss. Na klar. Natürlich. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten? Yep. Machen Sie dort Urlaub? Mein Vater arbeitet dort für eine Eisenbahngesellschaft. Und baut das Land nach dem Krieg wieder auf. Toll. Ja, ganz wunderbar. Nett. Noch einer. Sie haben großes Glück, dass Sie einen Vater haben, der Sie an so interessante Orte mitnimmt. Oh ja, welch Glück. Haben Sie denn kein Interesse an Ägypten?
Die Pyramiden, die Geschichte? Ich hätte mehr Interesse an einem Vater gehabt, der nicht 300 Tage im Jahr auf Reisen ist. Ich bin mir sicher, Ihr Vater bedauert, dass er nicht immer bei Ihnen sein konnte. Richtig. Und sicher wollte er immer nur mein Bestes. Dafür denkt er allerdings erstaunlich oft nur an sich. Bringen Sie bitte mein Gepäck an Bord. Verzeihung? Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Zellner. Unverschämtheit. Das gibt's ja wohl nicht. Freches Wesen, ey. Oh. Nischt gibt's. Ich hatte leider keine Zeit, mich in Venedig umzusehen. Der Papierkram bei den italienischen Kollegen hat den Großteil des Tages in Anspruch genommen. Nicht platzen, lieber hinlegen? Ja, sie hat's verstanden. Nanu, traut sich der gute Doktor etwa nicht an Bord? Warum nicht? Was ist los? Hallo, Dr. Gebhardt. Der ist auch verdächtig. Der ist so verdächtig. Ah, der Held der Stunde. Der ist so super verdächtig. Held der Stunde, aber vermutlich bald arbeitslos. Sie werden bald kein Polizist mehr sein? Doch, aber auf meiner alten Wache. Und damit praktisch arbeitslos. Verstehe. Macht Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz Sorgen? Ganz im Gegenteil. Bisher war ich mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Immerhin komme ich aus dem Schwarzwald und da gibt es nur Berge, keine Schiffe. Aber jetzt? Die Seeluft, das Ambiente. Ich glaube, nach der ersten Fahrt möchte ich für immer auf dem Meer bleiben. Das Meer ist eine Sache, die Passagiere eine andere. Haha, das wird schon werden. Das Haus einer Arbeitskollegin wurde mal eingebrochen über den Balkon. Nur ihr Dobermann war im Haus. Der Einbrecher musste den Hund gesehen haben, als er ins Erdgeschoss wollte und ist wieder abgehauen. Als er nach Hause kam, hatte der Hund all sein Lieblingsspielzeug zum Hundegitter an der Treppe getragen und dahingelegt. Ach ja, nun. Was wissen Sie über die Baronin? Nicht das Geringste, fürchte ich. Haben Sie nicht im Tunnel mit ihr gesprochen? Nein, Ihr Butler kümmerte sich um sie und ich hatte alle Hände voll mit Miss Miller zu tun. Wie Sie sich vorstellen können, war es ein Schock für sie, als der brennende Zug mit ihrem Sohn an Bord davonfuhr. Das ist nur verständlich. Wir waren alle so froh, als wir von ihrer Heldentat gehört haben. Kennen Sie den Kapitän schon? Mario Di Conti. Schon mal gehört? Sollte ich? In Italien ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Ein Kriegsheld. Im Ersten Weltkrieg hat er als junger Mann mehr Schiffe versenkt als jeder andere. Im Zweiten Weltkrieg... Nun ja, er hatte einige persönliche Probleme. Solche, die man in Flaschen und Pillendosen kaufen kann? Mhm. Treffer. Auf jeden Fall konnten sie ihn nicht im Kampf einsetzen. Stattdessen machten sie ihn zum Kommandanten eines Versorgungsschiffes. Und wieder wurde er zum Held. Sein Schiff, Teil eines Konvois von Palermo nach Nordafrika, erreichte als einziges das Ziel. An Bord waren über 100 Seeleute anderer Schiffe, die er gerettet hatte. Beeindruckend. Heutzutage steht es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten, um einmal stark zu untertreiben. Ich denke, die meiste Zeit an Bord werde ich mich um seine zahlreichen Beschwerden kümmern müssen. Tja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, als Ihnen eine schöne Reise zu wünschen. Mehr oder minder. Kommen Sie denn nicht mit? Leider nein. Ich soll zurück nach Zürich. Wie schade. Geben Sie auf sich Acht, auch Dr. Schade. Gebhardt. Oh, da fällt mir ein. Die hier haben wir im Tunnel gefunden. Sind das Ihre? Meine Herztabletten. Strophantin. Sie haben Herzprobleme? Hm, vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie nicht mitkommen. Zu viel Aufregung könnte Ihren Gesundheitszustand verschlechtern. Sie meinen, wenn ich einfach gar nichts mehr tue, habe ich vielleicht noch ein paar Jahre vor mir? So ist richtig. Nur nicht unterkriegen lassen. Juhu, einfach nichts mehr tun. Zack, weg. Hat er die gerade weggeworfen? Du böser Dude, darfst sie da nicht... Er hat sie gerade weggeworfen. Was hat er in sein Tagebuch geschrieben? Ah, dunkle Gestalt. Warte mal ganz kurz. Matt hat im Zug eine dunkle Gestalt gesehen, doch war es der neue Rabe. Jemand muss den Umschlag auf den Tresor gelegt haben, sicher. Aber der Rabe hat seinerzeit Komplizen bezahlt. Vielleicht hält es der neue genauso. Die Gestalt hat ein Ticket für eine Mittelmeerkreuzfahrt verloren. Ziel der Reise Kairo. Ich glaube, ich weiß, was mit diesem Schiff auf Reisen geht. Was haben wir denn noch so? Alte Rabe, neuer Rabe. Inspektor Legrand hegt den Verdacht, vor 5 Jahren den falschen Mann erschossen zu haben. Wenn dem so wäre, könnte der Rabe zurückgekehrt sein. Als Hinweis darauf führt Legrand die Rabenfeder und die Handschrift des Briefschreibers an,
sowie dass dieser ihn Nico nennt, was angeblich nur der alte Rabe getan hätte. Die drei Schlüssel, Kapitän Di Conti, soll nicht so gut stehen, Posten abgeschoben, aufs Schiff kommen. Ich muss einen Weg finden, das ist klar. Und sonst hat er sich nichts weiter aufgeschrieben, wirklich nicht. Ich meine, er hat gerade die Pillen weggeschmissen. Na gut. Dann eben nicht. Nicht gespoilert werden will. Ich hoffe, der Rest hat noch viel Spaß. Marco Titus, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffe, dass du es irgendwann mal selber spielst. Bye bye. Johnny, ich glaube, es ist linear. Bin mir relativ sicher. Wir gehen mal zum Auto der Baronin. Mal mit ihr sprechen. James? James, wo stecken Sie schon wieder? Sie ist so eine Schönheit und so nett. Hallo, Frau Baronin. Ah, Inspektor. Wachtmeister. Ach, papalapap, nicht mehr lange. Wenn sich erst einmal herumspricht, wie Sie den Jungen gerettet haben, wird man gar nicht anders können, als Sie zum Inspektor zu machen. Sehr freundlich, Frau Baronin. Ich hoffe, Sie haben das Abenteuer im Tunnel gut überstanden. Ist das nicht ein Skandal? Man bucht erste Klasse und dann muss man zu Fuß auf den Gleisen herumstolzieren. Und dann wollte man mich in einen Bus verfrachten, ohne Gepäck. Nein! Gibt's doch gar nicht. Madame. Ich habe auf eine Limousine bestanden und bin nicht gefahren, bis mein gesamtes Gepäck geborgen war. Bisschen was von Tim und Struppi. Ja, das finde ich auch. Das stimmt. Besonders weil es ein älteres Spiel ist, spricht eher für linear. Ja, ich glaube auch, dass es zu einem Krimi auch nicht unbedingt so... Also kann man natürlich auch bei einem Krimi machen, keine Frage. Aber in dem Fall hier, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das extrem linear ist, das Ganze. Wussten Sie, dass das echte Auge des Sphinx nicht im Zug war? Ich hatte keine Ahnung. Inspektor Legrand scheint es zu bevorzugen, mich im Dunkeln zu lassen. Dabei bezahle ich für all das hier. Der Inspektor sorgt sich um die Sicherheit des Auges. Zu Recht. Trotzdem waren Sie es, der im Zug die eigentliche Arbeit gemacht hat. So sieht's aus. Ich wünsche Ihnen, dass die Fahrt nach Kairo weniger nervenaufreibend sein wird als der erste Teil der Reise. Kommen Sie denn nicht mit? Ich befürchte, Inspektor Legrand will mich nicht dabei haben. Wo steckt denn dieser verfluchte Butler schon wieder? Diese fette gelbe Schleife. James, da sind Sie ja. Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Also eigentlich... Oh! Was war denn jetzt Baronin los? Baronin von Trebitz, hören Sie mich. Sie ist ohnmächtig. Nein, nein. Baronin! Nochmal, kräftiger. Hallo. Hören Sie mich? Helfen Sie mir auf. Vielleicht sollten wir... Sofort! Ich könnte Dr. Gebhardt holen. Nein, nein. Kein Arzt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Stützen Sie mich, James. Bringen Sie mich aufs Schiff. Sehr wohl, Madame. Das war kein Schwächeanfall. Sie hat irgendetwas gesehen, das sie erschreckt hat. Oder irgendwen. Sehr interessant. Und dass sie es nicht zugeben will, ist auch sehr merkwürdig. Eben. Oh, guck mal, da. Sie hat ja was fallen lassen. Wen oder was hat sie gesehen? Die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben, was hier unten passiert ist. Der Geiger? An der beißt du dir die Zähne aus. Wie kommt jemand ohne Ticket an Bord? Keine überzeugende Spur, aber die beste, die ich habe. Stimmt wohl. Blade Runner
Point and Click von Westwood gespielt? Nee, habe ich nicht, Johnny. Das sagt mir auch überhaupt nichts. Wie viel Kuchen sie wohl verspeist am Tag, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. So, jetzt kann ich aber hier nichts machen. Ich könnte jetzt nur... Ich werde der Baronin oder ihrem Butler James das Opernglas zurückgeben, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Ich kann jetzt wirklich nur noch das Schiff betreten, oder? Alles andere habe ich hier gemacht. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie mitgehen können. Vielleicht hätte ich hier noch runterlaufen können? Nee, denke ich nicht. Wen haben wir denn da? Signore... Das ist Wachtmeister Anton Zellner. Signore Zellner, ich habe von Ihren Heldentaten in den Bergen gehört. Willkommen auf der MS Lydia. Danke. Ich wusste nicht, dass Sie mit auf große Fahrt kommen, aber ich freue mich. Ich lasse Ihnen sofort eine schöne Kabine fertig machen. Danke. Der Wachtmeister wird uns nicht begleiten. Ach, halt die Backen. Er hat andere Verpflichtungen. Oh, das ist aber schade. Ich hätte so gerne aus erster Hand von Ihren Abenteuern gehört. Mann. Von 1997, du liebst es. Johnny, magst du das auf dem Discord in die Spielevorschläge schreiben? In den Channel dafür? Das ist lieb, Gamer. Das ist sehr nett. Ich würde gerne Ihr Angebot annehmen. Leider verhindern das höhere Mächte. Zu bedauerlich. Wir sind bei weitem nicht ausgebucht und hätten mehr als genug Platz für einen weiteren Passagier. Der Wachtmeister will sich sicherlich nur kurz an Bord umsehen und verlässt uns, bevor wir in See stechen. Wann wird das in etwa sein? Och, so ungefähr in 15 Minuten. Sie haben es gehört, Herr Wachtmeister. Mr. Krabs, ja. Dürfte ich fragen, wie ich zum Frachtraum komme? Ja, hier. Oh, es gibt schönere Orte hier an Bord. Ich bin aber am Frachtraum interessiert. Wieso das? Eine der Reisetruhen erscheint mir verdächtig. Jemand könnte sich darin versteckt haben. Sie wollen andeuten, dass sich der genialste und vermutlich reichste Einbrecher Europas in einer Kleidertruhe versteckt, um als blinder Passagier an Bord zu kommen? Das ist nun wirklich nicht sein Stil. Deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich, dass er dahinter steckt. Und wahrscheinlicher, dass wir es mit einem Trittbrettfahrer zu tun haben. Und zum Stil des Trittbrettfahrers könnte es gehören, alles zu tun, was nötig ist. Zum Beispiel sich in Reisetruhen zu verstecken, wenn man sein Ticket verloren hat. Ach, kommen Sie. Ohne die Hintergründe zu kennen, ein angemeldeter Gast würde auch ohne Ticket problemlos an Bord kommen. Oh, da bin ich mir ein Blümchen, genau, Schenzung. Ohne Tickets an Bord? Wie meinen Sie das? Man kann eine Fahrt auf der Lydia nicht am Schalter kaufen. Man bucht die Reise im Voraus und sind daher alle Passagiere namentlich bekannt. Solange ein Gast auf der Passagierliste steht, lassen wir ihn mitfahren. Egal, ob er sein Ticket vorzeigen kann oder nicht. Hatte einer der Gäste kein Ticket? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir fragen nach dem Namen und gleichen ihn mit der Liste ab. Das Ticket ist kaum mehr als ein Andenken für die Passagiere. So viel zu Ihrer Kistentheorie. Nun. Ich würde trotz allem jetzt gerne den Frachtraum untersuchen. Also gut, von mir aus. Aber in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Ja, Kapitän DeConte, vielleicht auch ich würde gerne 20. noch 2 eilige Telegramme aufgeben, bevor wir abfahren. Gewiss, Inspektor. Sie finden den Transportraum dort hinten. Durch eine Tür auf dem Vorderdeck könnten Sie ihn betreten. 5 Minuten bevor wir abfahren, wird das Horn 2-mal ertönen. Das ist das Signal für alle Hafenarbeiter, das Schiff zu verlassen. In Ordnung. Ja, das habe ich nicht gehört. Kommen Sie bitte mit mir auf die Brücke. Von dort aus können Sie telegrafieren. Das habe ich vielleicht leider nicht gehört. Das mit dem Horn. Wir finden die Fälle davon. Ich muss im Frachtraum etwas finden. Sonst ist meine Kreuzfahrt vorbei, bevor sie begonnen hat. Oh Mann. Oh, hier ist es aber dunkel. Ist hier nicht irgendwo Lichtschalter? Hier ins Dunkel. Lass er den Frachtraum. Man hier nicht irgendwo. Hallo? Ist das ein Cabrio? Ich suche den Spind. Es ist viel zu dunkel hier unten. Ich verlasse noch mal ganz kurz den Frachtraum. Vielleicht habe ich Glück und... Wenn ich jetzt gehe, war es das für mich. Legrand würde darauf bestehen, dass ich das Schiff verlasse. Dazu darf es nicht kommen. Ja, aber hier muss es doch Licht geben. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Und unbedingt. Daddy darf zahlen. Na genau, Daddy hat doch Geld. Daddy kann das bezahlen alles. Ins Dunkel. Das längliche Ding. Was ist das? Ich sehe überhaupt nicht. Ah, eine Taschenlampe. Aha. Ui, praktisch. Sehr gut. Ohne die Taschenlampe könnte ich einen Teil des Frachtraums überhaupt nicht sehen. Doch auch mit ihr finde ich es hier noch unheimlich genug. Eben. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal entspannt um. Also, was haben wir denn hier? So. Geh nicht ins Licht, er hat noch ein paar gute Jahre. Wenn er seine Herztabletten weitergenommen hätte. Hallo, kommen Sie da raus? Das Spiel ist aus. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Nun, sie ist leer. Leerer als leer. Oh. Hallo? Da war was. Da war doch was. Die Scherben sind... Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Ah! Aua! Frechheit! Na, ist ja ganz toll. Mhm. Super. Wenn ihm das jetzt ins Bein, weißt du, so... Oh, Funk. Nun, das mit dem Messer hat leider nicht geklappt. Was? Was ist dein Problem? Ich mal hingeguckt. Na, wenigstens fährt er jetzt mit. Ja, das auf jeden Fall. Hier am Tuch. Was ist mir denn da runtergefallen? Was auch immer ich hier mache, echt. Die Fässern an der... Oh, das ist eine Säge, alles klar. Na, immerhin, ein Anfang. Komme ich jetzt daran? Ah... Der macht das schon alles ziemlich gut. Das muss man ihm lassen. Ja, und jetzt? Na toll. Und er hielt das jetzt für eine gute Idee? Verdammte. Ah. Wer hat's erfunden? Ricola. Ja, ich stream noch Deja. Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist besser so, wenn das niemals jemand erfährt. Betrachte das Schott. Wir betrachten das Schott. Ich kann einen Gang erahnen. Aber man erkennt keine Details. Die Scheibe ist schmutzig und im Gang brennt kein Licht. Kann ich es öffnen? Da
tut sich gar nichts. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Mist. Ich habe nur mein Portemonnaie. Hier kann ich auch nichts weiter mitnehmen, so wie es aussieht. Okay, das heißt, wir sind hier auf jeden Fall erstmal fertig. Druckschotts lassen sich auf Schiffen häufig nur von einer Seite öffnen. Wenn ein Raum durch ein Leck voll Wasser läuft, soll kein ertrinkender Matrose das Schott öffnen und damit das ganze Schiff gefährden. Ja. Ich bin leider auf der Seite ohne Schließmechanismus. Nett. Das ist doch in Ordnung, Deja. Wir kommen zurück. Ein Rohr? Ach, damit hat er mir auf den Kopf gehauen. Die Sau. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Meine. Dein Blut, Haare deine Haare. Mir besonders leid. Ach, Gottchen. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. Eben. Das wissen wir ja. Die Oberfläche des Rohrs ist recht uneben. Könnte schwierig werden, darauf irgendwelche brauchbaren Fingerabdrücke zu finden. Oh, wow, echt jetzt? Oh, du hast dich beim Grillen bei anderen eingeladen. Oh, oh, du Glücklicher. Oh, hast du es gut? Oh, Grillen. Grillgut. Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht in weißen Anzügen nachgeht. Ja, yep, das scheint so. Eine Arrestzelle für Crewmitglieder. Oder vielleicht auch für randalierende Passagiere. Vermutlich. Für beides. Haben wir sonst noch irgendwas? Kiste mit dem... Ein Einschussloch? Wieso ist das ein Einschussloch? Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet, wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Ekek, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Warum? Was hat das mit dieser Kiste auf sich? Schuss im Frachtraum. Jemand geschossen. Wer auf wen und warum, weiß ich nicht. Ja, das ist merkwürdig. Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Das glaube ich Eine nicht. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich aber nicht. Griller am Sonntag mit Familie und Freunden, allerdings in Berlin. Pech gehabt. Verflucht. Von unten hat ein Grill an, zog alles in meinem Fenster. Bin ich runter, meinte, wenn ihr mir schon die Bude zuräuchert, lasst mich wenigstens mitessen. Gute Idee, Deja. Eine sehr gute Idee, ja. Hier war doch gerade noch irgendwas. Betrachte... Ach, die Stühle. Was für Stühle? Ein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Ich will noch irgendwas angucken bei der Kiste? Sagt er noch was? Er pult drin rum. Es ist zu dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Leider die Taschenlampe nicht mehr. Hier weiter nach rechts geht es nicht, ne? Nee. Gut, dann kann ich ja jetzt wirklich nur noch hochgehen. Snow Lily, Nähe Leipzig. Eine Kiste Bier hin, passt das wieder, genau. So funktioniert das, so macht man sich Freunde. Draußen schauen uns mal durchs Fenster. Dunkel. Wie lange war ich bewusstlos? Ja, vermutlich eine ganze Weile und keinen hat's interessiert. Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Super. Ist das irgendwie mit dem Metallrohr? Zäbel? Ja, sehr gut. Ich bin so unfassbar schlau. Es gewittert es wieder. Echt? Schon wieder, Alter? Muss Samstag zum Grillen bei Freunden und wieder Nacken- und Grillfackeln essen. Njum. Du Arme. Unseren Balkon einrichten, haben erst seit kurzem eine Wohnung mit Balkon. Wir haben auch noch einen Balkon. Einen kleinen, aber... klein, aber fein. Zumindest Balkon. Niemand zu sehen. Ob ich um Hilfe rufen soll? Nein, aber sollst was du nicht. Ist, wenn derjenige, der mich niedergeschlagen hat, noch in der Nähe ist? Oder der Pistolenschütze? Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe.
Tja. Was soll das, Zellner? Ich wollte prüfen, ob diese Waffe kürzlich abgefeuert wurde, Inspektor. Was tun Sie hier auf dem Schiff, meine ich? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube. Ich bin der Truhe nachgegangen. Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt, um unbemerkt an Bord zu kommen. Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich, um diese Fahrt mitzumachen. Allerdings, wer immer es war, er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben, als ich eine Spur untersucht habe. Ach ja, und auf mich geschossen hat man auch. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Das sieht wirklich nicht gut aus. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Kommen Sie mit. Richtig, man darf mit Kohle nicht auf dem Balkon grillen. Das ist richtig, Deja. Oh, Snow Lily, das verstehe ich aber gut. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Wenn man sich da nicht spoilern lassen will, das ist schwierig. So ein Abklären, bevor es Ärger gibt. Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Ja. Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt. Lassen Sie nur Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurecht. Oh, was hatten Sie gekippt? James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 21:15 wecken. Verstanden? Verstanden? Yes, Madame. Unbedingt. Unbedingt. Ich werde ihn ausrichten. Ich ziehe mich jetzt in meine Gemächer zurück. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen. Es wird ein Ereignis. Das kann ich Ihnen versprechen. Bernstein, das ist natürlich auch ein schöner Trick, um ans Grillgut zu kommen. Die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig, behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch... Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. Also bei uns ist es ja auch Dachgeschosswohnung. Ich würde, glaube ich, trotzdem nicht mit Kohle auf dem Balkon grillen. Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Oh. Setzen Sie sich bitte hin. Nun erzählen Sie schon. Was ist passiert? Also ich glaube, ich würde mir dann auch einen Elektrogrill zulegen. Bringen diese komischen Sachen mit, die nerven. Auch mit Antiflohmittel und Halsbändern. Ja, ich weiß, wie diese. Habe ich mit Maya auch das Problem. Aber leider nicht bei Steam oder GOG drin. Ich habe es hier noch als 4-CD-ROM-Version liegen. Ah, das gibt es sozusagen nicht. Na, da müsste ich dann gucken. Monkey Island zum Beispiel habe ich mir ja auch einfach original gekauft. Aber leider nicht bei... Achso, das habe ich gerade gelesen. So eine Notlösung für den Winter. Frühjahr muss die Kohle her. Schmeckt ja doch irgendwie anders. Immer auf dem Balkon. Keine Nachbarn, die sich beschweren könnten. Volle Haubitze. Ich sehe das deutlich. Oh, Nele, das ist ja lieb. Dankeschön. Ist eine Dogge ein Riesenkalb? Oh, ich mag Doggen. Also bis auf die Tatsache, dass sie häufig ziemlich sabbern. Die meisten Doggen, die ich kennengelernt habe, sabbern extrem. 90% aller Streamer haben Dachgeschosswohnung. Ja gut, das war jetzt Zufall. Also hätte jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Dachgeschosswohnung gewollt, aber die hier war mit Abstand die schönste von allen Wohnungen, die wir uns angeguckt haben. Die dampfen ziemlich, dann eher mit Ablauf. Ein Elektrogrill ohne Wasser, okay. Ist nämlich nicht linear und hat 12 verschiedene Enden. Achso, Blade Runner meinst du jetzt. Also das Spiel, was du mir da reingeschrieben hast, ja. Ich Idiot wohne in einem Haus. Oh Gott, ich hätte auch gerne ein Haus. Also meine Eltern haben ein wunderschönes Haus, riesen Grundstück. Das ist schon sehr geil.
Also dort fahre ich dann sehr gerne zum Grillen hin, weil es halt nicht weit weg ist. 10 Minuten, Viertelstunde bin ich da. Dass alle, denen ich zugucke, sind Sabberkönig, ja, siehste. Typisch Dogge. Die sabbern alle. Dritten Stock will ich das dem Tier nicht antun. Ja, das kommt ganz drauf an, Geranta. Aber ja, im Alter ist es dann irgendwann schwierig. Also dann wird der dritte Stock schwierig. Aber Maya muss ja auch einige Treppen hoch. Und die ist 10 inzwischen. Also es geht schon. Wobei die im Tierheim meistens fragen. Also die, ich glaube, dritter Stock würde noch gehen. Gerade so. Aber es kommt dann halt immer drauf an. Und immer noch vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Die Hose voll gesabbert, dass ich mich umziehen musste. Ja, Dr. Hart, ich kenne das. Ich kenne das sehr, sehr gut. Lost Horizon? Nee, sagt mir auch nichts, Johnny. So, jetzt aber weiter im Text. Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich? Es tut ziemlich weh. Es tut ziemlich weh. Gute Nacht, Brasse. Imlo, was hast du gemacht? Bei den meisten Hunden ist es nicht gut für die Hüfte. Ja, das stimmt schon, Geranta. Du hast absolut recht. Deswegen fragen die ja. Die fragen ja nicht umsonst. Point-and-Click ist meine Welt, beziehungsweise eine meiner Welten. Ich mag Point-and-Click-Games auch sehr gerne. Riesengroßes Herz für alle, aber sauber, sauber. Ja. Sauber, sauber, sauber. So. Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Wie viele Finger sehen Sie? 1, 2, 3. 3 Finger. In Ordnung. Wo sind wir und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz Witcher 3 wieder. Witcher 3. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachmeister. Stunde überziehen. Die Blutung hat schon aufgehört. Die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Juhu! 5 Finger, 3 ausgestreckt, ja. Ich dachte es mir auch, ehrlich gesagt, aber im Normalfall ist es ja klar bei der Frage. Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Ja, Mann! Inspektor, mit einem leeren was? Glas. Ein dunkler Schatten. Oberdeck, gerade eben. Los, das sehen wir uns an. Ich komme mit. Ich auch. Nein, Sie bleiben hier. Wollen wir das ausdiskutieren? Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten. Verstanden? Nacht, Imlor. Aber... Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz, öffnen Sie die Tür! Sei, schönen guten Abend. So, erstmal gucken jetzt gerade. Notizbuch. Dunkle Gestalt. Das war das. Oh, warte mal, hier stand gerade bei Dr. Gebhardt stand. Warte. Hat mir geraten, alles ruhiger angehen zu lassen. Wenn ich auf mich aufpassen würde, würde mein Herz vielleicht noch ein paar Jahre mitspielen. Aber was wären das für letzte Jahre? Das ist es ja immer. Wo hat er denn jetzt wieder was hingeschrieben? Das macht mich wahnsinnig. Jetzt mit dem Raben auf der Spur, Rabenjagd, Hinweis will ich nicht. Dankeschön.
Vielleicht steht was zur Baronin drin. Ich glaube, die Tür wurde von innen verschlossen. Und derjenige, der sie verschlossen hat, ist aus dem Fenster entkommen. Wenn ich damit recht habe, sind tatsächlich Diebe oder dergleichen hier im Zug. Hä? Im Zug? Was? Nee, warte, ich habe gerade die falsche Notiz gelesen. Sekunde. Das war die verschlossene Kabinentür. So, warte mal. Bezahlt die Ausstellung? Nee, hier steht nichts weiter. Das ist das Nebendeck. Da will ich jetzt erstmal nicht hin. Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Oh, die Kleinste reitet sogar auf ihr. Oh, das ist sehr süß. Das ist wirklich süß. Geht aber super bei der Dogge, das stimmt. Einem kleinen Kind geht es noch. So, sonst ist hier nichts. Kann ich mit ihm sprechen? Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also, ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Wurde abgerichtet als Wache und sie lässt jeden Fremden aufs Gelände, aber keinen mehr herunter. Na ja. Mich würde es zur Rehle gerufen. Vermutlich, Axtschwinger. Gute Nacht, Strauchi. Schlaf gut. Bye-bye. Danke fürs Dasein. Okay, ich darf hier offensichtlich nichts machen gerade. Hier hinten vermutlich auch nicht. Nee, jetzt habe ich mir schon gedacht. Nach unten darf ich auch nicht. Achso, warte mal. Durfte ich ihn jetzt betrachten, darf ich ihn aber... Die Baronin war sternhagelvoll. Es könnte dauern, bis sie sich zur Tür bequemt. Nicht unbedingt wieder ein Hund. Ah, Hunde sind so toll. Bis gleich, Doc. See you later. Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Kommt er doch mit. Oh, ist alles in Ordnung? Und zack zur Reling. Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Zellner, hier oben. Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Ein Viehsteck, ja. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Da war schon wieder ein Schuss. Ein Schuss? Er kam aus einer der Kabinen. Himmels Willen, was passiert denn hier? Oh nein. Baronin von Trebitz? Baronin, öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg. Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Was? Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Echt jetzt? Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner!
Arme Knetfigur. Als Leiche ist sie sogar noch hübscher. Oh wow. Ich hätte gerne einen Tiger. Na, Tiger gehören in die freie Wildbahn. Ragnar, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen? Oh Gott, ey, ich will den echt, ich will dem ins Gesicht spucken. Auf Kreuzfahrten schlafe ich gern etwas länger. Während wir anderen gearbeitet haben. Ja, komm, halt die Fresse. Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben. Sie müssen doch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Gott, ich hasse den Typen so sehr. Das stimmt, Gamer, da gebe ich dir recht. Pavadas, schönen guten Abend, hi. Und andere Tatverdächtige? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Tja, ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und ja. Trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen, den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es unglaublich. Na, vor allem nach dem, was Sie über den Raben berichtet haben, hat der doch nie Leute verletzt. Und ich meine, das war jetzt sogar schon ein Mord. Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass Sie betäubt wurden. Aber wie der Champagner? Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Kapitän Di Conti. Interessant. Hä, wieso findest du die Stimmen gewöhnungsbedürftig? Die haben hier unglaublich tolle Sprecher. Ich finde die Stimmen fantastisch. Wieso gewöhnungsbedürftig? Zeit, das musst du mir erklären. Roslin, einen wunderschönen guten Abend. Man müsste doch Rückstände vom Betäubungsmittel im Glas finden können. Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Raben möchte ich nicht stecken. Okay. Das ist ein Point-and-Click, ja. Ragnar, ist es ein Krimi-Point-and-Click. Und haben, wie du willst. Bei einem Tiger traut sich wirklich keiner mehr auf meinen Hof. Kannst ja auch einen Alligator anschaffen. Es darum geht. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat, wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen, sobald sie sich alle etwas beruhigt haben und er die Indizien gesichtet hat. So ein Hausalligator wäre doch mal was. Ja. Die sind aber nicht so niedlich. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht. Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Bam, bam, aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Konstabler Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Ach, da geht wohl jemand schlafen. Ist es nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister Zellner? Nein, vermutlich nicht. So ein Typ, der nervt. Lieber eine Würgeschlange, eine große. Ich finde die voll niedlich, abgesehen davon, dass sie die schnell unter die Erde bringen können. Ja,
Findest du, die klingen emotionslos? Das sind Polizisten. Ja, wer das ausspricht, oder Lilly? Ich find's auch jedes Mal wieder schön. Gute Nacht, Rolli, moin. Stinkstiefel. Ja, aber hallo. Das ist wirklich ein oller Stinkstiefel. Ich finde nicht, dass das emotionslos. Ich finde, dass das passend gesprochen ist. Passend zum Inhalt des Ganzen. Ein auf antik getrimmter Holzglobus. Hätte Galilei sich damals nicht durchgesetzt, stünde hier jetzt eine Scheibe. Auf dem Globus kann man schön erkennen, dass 4/5 der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind. Schaue ich aus dem Fenster, würde ich sogar das noch für eine Untertreibung halten. Okay, wir können nach unten. Wir haben sonst nichts hier. Ich kann in den Salon gehen. Ich kann aufs Nebendeck gehen. Was hat er denn ins Tagebuch geschrieben? Also in sein Notizbuch. Der Mord. Die Baronin wurde ermordet, als Le Grand Constable Oliver und Dr. Gephardt auf der Suche nach einem Schatten waren, von den der Constable gesehen hatte. Wir hörten den Schuss und waren Augenblicke später bei der Kabine der Baronin. Die Tür war von innen verschlossen und die Baronin war tot. Sie lag in einer Blutlache auf ihrem Bett. Dr. Gephardt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wurde die Baronin betäubt, bevor sie ermordet wurde? Sie schwankte stark und machte einen sehr müden Eindruck, als wir sie im Treppensaal trafen. Das stimmt allerdings. Ohnmacht. Ich bin gestern Abend ohnmächtig geworden. Nachdem ich mit den anderen aus dem Salon gekommen war, ging es mir bereits nicht gut. Und von da an mit jeder Minute schlechter. Schließlich bin ich auf dem Nebendeck zusammengebrochen, gerade als der Feueralarm losging. Es war Betäubungsmittel im Champagner, den ich gestern Abend im Salon getrunken habe. Das erklärt die Müdigkeit und die Ohnmacht. Ob Baronin von Trebitz auch betäubt wurde? Sie war ebenfalls sehr wackelig auf den Beinen, als wir sie vor ihre Kabine trafen. Spuren und Hinweise, Le Grand und der Constable haben die Tatwaffe auf der Gangway am Schiffsrumpf gefunden. Vielleicht wollte der Mörder sie unauffällig entsorgen und hatte das Pech, dass er sich auf dem Schiff nicht auskannte. Aber irgendetwas gefällt mir daran nicht. Wäre ich ein Mörder und wollte ein wichtiges Beweisstück verschwinden lassen, ich würde verdammt nochmal dafür sorgen, dass es verschwunden bleibt. Eben. Eben. Das gefällt mir auch nicht. Nach dem Alligatorangriff noch unter die Erde kommst, lief da irgendwas falsch. Ich finde es auch gut. Generell vielen lieben Dank für die ganzen Spieleanregungen. Ja, da bin ich ja nicht allein für verantwortlich, Snowy. Sehr, sehr gerne. Aber viel kommt natürlich auch aus der Community. Ganz, ganz doll viel kommt tatsächlich von der Regie. Also von meinem Männel. Der schaut da immer sehr, sehr viel nach links und nach rechts. Und er weiß auch so ungefähr, was mir gefällt. Und schlägt mir da viele tolle Sachen vor. Aber natürlich sehr gerne. Medikus, schönen guten Abend. Schlange muss mindestens 8 Meter haben. Mindestens. Nie wieder Probleme mit fremden Tieren auf seinem Grund, das stimmt wohl. Na, an der Mimik nicht erkennen kann, ob sie gut drauf sind oder nicht. So, wir gehen mal in den Salon. Schauen uns hier mal kurz ein wenig um. Sonnenschein und blauer Himmel über dem Mittelmeer. Ohne den Mord wäre es der perfekte Kreuzfahrttag. Ich sehe so ein blöder Mord aber auch. Das musste doch wohl jetzt nicht sein. Ich kann jetzt echt nicht hinter die Bar gucken. Ich meine, gerade da hätte ich jetzt gerne mal hingeguckt, aber nein. Gute Nacht, Nele. Schlaf gut. Das Mucke... Schade, ich dachte, die Mucke geht hier draußen weiter. Leider nicht. Handtücher. Flauschige große Handtücher. Flauschige Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Suspekt? Wie eine Raupe, die einen Hund als Haustier hat? Was denn? Verstehe das Problem nicht. Eine Raupe braucht ein Haustier. Die Dinger haben gestern Abend einen Höllenlärm gemacht.
Dann konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. So, was haben wir hier noch? Da kann ich wieder zurück in den Salon. Das möchte ich aber noch nicht. Liegestuhl. Wie gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber dafür fehlen mir im Moment die Zeit und die Muße. Das wäre gut. Leg dich in die Sonne. Verdammt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Leg dich in die Sonne. Ach, Mann. Ich kann mich trotzdem nicht in die Sonne legen. Ja, aufs Nebendeck. Hier können wir irgendwo weiter lang. Hier oben noch irgendwas, die Lautsprecher halt. Oh, warte mal. Lichterkette. Ob Edison damals schon geahnt hat, wie inflationär die Menschheit mit seiner Erfindung umgehen wird? Ja. Das frage ich mich auch. Wer das gewusst hat? Gut, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Die ich so übersehen habe. Wieder zurück zum Hinterdeck, das will ich ja aber nicht. Gucken wir uns mal die Kisten an. Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Na, gute Nacht, Rollmops. Griffbereit für Schlaf den Notfall. Gut. Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche. Das hoffe ich ja mal auch nicht. Das heißt, wir können da auch nicht reingucken. Das wäre dem doch aufgefallen. Fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt. Gerade hier lässt er sie fallen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die paar Meter aus, in denen das nicht geht. Scheide wieder unauffällig hinter seinem Umhang. Husch, weg ist er wieder. Mancher Fahrer fährt über eine Brücke am Nil. Er muss einem Kamel ausweichen und fällt mit dem Wagen in den Fluss. Er sieht ein Krokodil auf ihn zuschwimmen. Ey, voll geil, Rettungsboote von Lacoste. Das ist schön. Krimi und Point and Click passt immer wahnsinnig gut zusammen. Leider muss ich mich nun auch verabschieden. 5:30 Uhr klingelt der Wecker. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Johnny. Schlaf gut und komm morgen gut in den Tag. Kurz noch eskalieren. 5:30 Uhr, aber Wayne, Raub ist wichtiger als wach sein. Ich glaube, so lange mache ich auch nicht mehr. Ich bin auch platt. Bin ja heute auch schon um 5 aufgestanden. Irgendwann ist dann auch. Ist dann die auch Gangway gut. Ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er Johnny muss morgen Fehler nicht doch bemerkt haben. Selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand, warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen und einen Meter weiter ins Meer geworfen? Ja, eben. Also morgen nicht, morgen ist 7 Days to Die angesagt. Mit den dreien. Frühestens Samstag. Frühestens. Jetzt können wir nur nach oben. Können wir aufs Vorderdeck. Da kann ich auch müde hinfahren. Na, aber du musst Auto fahren, da musst du schon ein bisschen wach sein. Bisschen was sein solltest du, Deja. Es sieht zwar nicht so aus, aber Konstabler Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Nun. Konstabler Oliver hat sich etwas zu trinken mitgebracht. Daran jetzt aber sieht man, dass er nicht zum ersten Mal etwas bewacht. 7 Days to Die, habe ich richtig gehört? Ja. Gamer, ja. Die Augen sind oft, das langt. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Konstabler kein heimliches Alkoholproblem hat. Ich werde das nicht überprüfen können. Ich komme nicht an die Flasche ran, ohne dass er etwas merkt. Mist. Die Flasche dürfte... Ja. Das habe ich gehört. Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum vermutlich verbracht. Nicht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine und geräumiger. Axe Schwinger geht in Ordnung. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Oh Gott, jetzt schreibst du sie? Oh, das ist ja schon ewig her. Nein, ich habe das auch überhaupt nicht böse verstanden. Ich wollte ja einfach nur sagen, dass ich überhaupt nicht finde, dass das, dass die emotionslos sprechen. Sondern eben angemessen. Aber das habe ich doch vor 5 Minuten gesagt oder so. Das ist schon einige Minuten her. Jochen, schönen guten Abend. Hi, Griffon. Moin. Sind 300 Meter zum Bäcker? Ich fährt das Auto allein? Die könntest du auch laufen. Samstag bin ich den ganzen Tag nicht da. Stadion. Ich werde es dann später nachholen. Mal gucken, vielleicht hole ich es mir auch selbst. Ja, eben, Johnny. Dell ist komisch.
Wieso komisch? Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Auch wenn er zum Zeitpunkt des Schusses schon in Gewahrsam war. Vielleicht ist ihm vorher etwas aufgefallen. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. 300 Meter Lauf, bist du krank? Was? Was zur Hölle? Du tust so, als hättest du das gestern gesagt. Nein, das nicht, aber das ist halt, also ich bin es halt nicht gewohnt, dass so lange danach dann noch eine Reaktion kommt. Sei. Nee, warte mal, halt, das war 11.22 Uhr. 11.19 Uhr und 11.22 Uhr. Das ist schon... Das ist 11 Minuten her. Das ist 11 Minuten her. Das ist wie wenn du im Gespräch mit jemandem bist, ihm derjenige etwas sagt, eine Aussage trifft, man selbst ebenfalls etwas dazu sagt, dazu beiträgt und dann fragt er, das musst du mir erklären oder sowas in der Richtung und verstehe ich nicht ganz und aber ich finde eigentlich, dass sie so und so und bla und dann steht der dir gegenüber 10 Minuten lang da. Und nach 10 Minuten kommt dann, übrigens, nein, alles gut, alles cool. Zahlenfeld triggert mich, er gibt immer 15, vertikal, horizontal, etc. Aber Bernstein, ist nicht so alles triggert. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann diagonal reden, auch noch zum Zeitpunkt Vorsprung. Des Schusses schon in Gewahrsam war. Vielleicht ist ihm vorher, hat er gerade schon wenn gesagt. Ich in den er wird mich nicht zu uns... Over and out. Gute Nacht, Johnny. Selber spielen? Nee, danke. Sind der Geräte mit einem Intel-Prozessor besonders hohe Frames pro Sekunde bei PUBG schaffen? Nein, vielmehr hätten die Prozessoren genug Leistung, um neben dem Spiel noch eine hohe Anzahl an Cheat-Plugins für schnelleren Sprint, höheren Schaden und so weiter rechnen zu lassen. Oh, schön. Schön. So. Was haben wir hier noch so? Ich frage mich, ob dieses Spiel eine Weiterentwicklung von Boccia ist. Vielleicht hat der Erfinder gemerkt, dass man mit Kugeln auf einem Schiff schlecht spielen kann und dann nach einer Alternative gesucht. Vermutlich. Vielleicht. Möglicherweise. Salzige Seeluft in meinen alten Lungen. Wind im Schütternhaar. Wäre ich nicht Polizist, hätte ich auch Seemann werden können. Ja, das glaube ich dir gerne. Das würde gut zu dir passen. Also mit dem Constable brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Ich sollte erstmal mit dem Meister sprechen. Mit Le Grand. Rauf für die Influencerin. Ich hab's halt drauf, Jochen. Schon wieder am Kaffee, während du immer noch läufst, Medikus. Es geht einfach darum, super schnell zum Kaffee zu kommen. Hier Hauptsache befanden Kaffee. Wir uns gestern, als wir den Schuss gehört haben. Und hier hat Le Grand auch unseren blinden Passagier gestellt. Was haben wir denn hier? Das Gitter. Das Gitter dürfte Teil der Belüftungsanlage des Schiffes sein. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ja, aber der eine Lüfter ist aus. Offensichtlich sollte dieses Gitter nicht so einfach zu öffnen sein. Hat der blinde Passagier es geöffnet? Und wir haben ihn dabei erwischt? Nee. Das Ums Venture habe ich mir komplett angeguckt. Die Saat. Vermutlich ist die Abdeckung schon länger defekt. Aber, also wer Ums Venture nicht kennt, das kann man sich echt angucken. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also das habe ich mir aber komplett bei Gronkh halt angeguckt. Das Auto wieder abstellen, dann wieder einsteigen, wieder parken. Ach, Quatsch. Da ist die 15 schon wieder. Wo sind meine Pillen? In der Frühstückszeit. Ja, stimmt. Das hat Onkel... Das habe ich gelesen. Das hast du im Discord gepostet, ne? Ich könnte den Kapitän informieren, dass das Gitter instand gesetzt werden muss. Fange ich aber erst an, Mängel auf dem Schiff zu melden, müsste ich die Morduntersuchung wohl auf Eis legen. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Was haben wir hier? Rettungsboot?
So ein Rettungsboot wäre potenziell auch ein gutes Versteck für einen blinden Passagier. Ja, durchaus. Ob die Planen absichtlich so aufwendig verzurrt werden, damit niemand sie aus dem Inneren eines Bootes wieder in Form bringen kann, nachdem er hineingestiegen ist? So sieht man auf den ersten Blick, dass bei diesem Boot alles in Ordnung ist. Okay. Wir können wieder hinuntergehen. Also hier betrachte die Tür. Die Brücke des Schiffs. Zwei Männer sind zu sehen. Der eine steuert das Schiff. Ich habe den Eindruck, die Offiziere kümmern sich um die eigentliche Arbeit an Bord. Der Kapitän scheint sich im Wesentlichen auf die Gäste und auf die Bar zu konzentrieren. Natürlich. Ist ja auch die Aufgabe des Kapitäns. Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Schiff funktioniert und es interessiert mich auch nicht weiter, solange es schwimmt. Echt eh. Hauptsache es schwimmt. So, und ansonsten, wir haben die Axt. Warum hängt denn eine Axt hier? Hm. Notfall? Vielleicht werden damit irgendwelche Seile gekappt, wenn bei der Wasserung der Rettungsboote etwas schief geht. Oder damit wird geregelt, wer ins Boot darf und wer nicht. Genau. Ein Zug Schiffsrauch nehmen? Na. Ich lasse die Herren lieber ihre Arbeit machen. Hätte einer von ihnen gestern etwas beobachtet, hätte er sicherlich schon Legrand oder den Kapitän informiert. Ich denke auch. Gut, dann gehen wir wieder hinunter. Dann haben wir uns hier oben jetzt auch alles angeguckt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir... Achso, können wir ins Zimmer der Baronin? Vermutlich nicht. Die Kabine wurde versiegelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Siegel hier mitten auf dem Meer keinerlei rechtliche Relevanz besitzt. Aber ich bin nach wie vor darauf angewiesen, dass Legrand mich in seinem Team mitspielen lässt. Ich sollte es mir mit ihm nicht verscherzen, indem ich ungefragt sein Siegel breche. Okay, wir sind also lieb und lassen das Siegel. So, was haben wir denn hier unten? Lydia, Krankenstation, betrachtet. Ein Modell der Lydia vor ihrem Umbau. Früher war sie ein reines Transportschiff. Die breiten Korridore, die Kabinen und den Salon hat sie erst in späteren Jahren erhalten. Ja, ich finde auch, dass sie es schön umgesetzt haben, Bernstein. Der klägliche Versuch, das Innere des Schiffs weniger trostlos erscheinen zu lassen. Etwas Farbe an den Wänden hätte mehr geholfen. Zumal die Pflanze mit so wenig Tageslicht vermutlich nicht lange durchhalten wird. Hep, armes Ding. Hm. Im Blumentopf sind kleine Steinchen. Nicht nur, dass die Pflanze ohne Sonnenlicht wachsen soll. Man hat ja auch noch die Erde genommen. Ist vielleicht eine Plastepflanze? Hast du schon mal geguckt? Wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir auch, Psy. Dankeschön. Schlaf gut. Nimm einige Steinchen. Was soll ich mit Steinchen? Weiß auch nicht. Nimm halt mit. Nimm einfach mit. Das ist noch Geheimakte. Tunguska 2 und Seville. Geht doch. Kleine glatte Steinchen. Vermutlich lassen sich die auf einem Schiff besser handhaben als richtige Erde. Vermutlich. Was haben wir noch? Die Pinnwand. Steinchen sind auch Lux, wird alles gelootet. Einige Tipps des Doktors gegen Seekrankheit, Sonnenbrand und dergleichen. Und hier, den Pflanzen Termine für das Unterhaltungsprogramm an Bord. Umtrunk mit dem Kapitän, Shuffleboard-Wettbewerb auf dem Vorderdeck. Das war's schon. Ist ja ein richtiger Spaßdampfer. Wow. Wahnsinn. Action. Der Alarmmelder. An so einem Alarmmelder wurde gestern Alarm ausgelöst. Nein! Dieser hier wurde nicht gezogen. Ja. Die Verplombung ist intakt. Die war es nicht. Wir gehen jetzt auf die Krankenstation. Da gehen wir jetzt, glaube ich, auch zuerst hin, bevor wir zu Legrand gehen. Betrachte den Flur. Was? Ich zahle nichts für diese Reise. Und das ist auch der angemessene Preis für meine Kabine. Sie ist als eher schlicht zu bezeichnen. Die spielen kein Bingo auf dem Kahn, offensichtlich nicht. Ganz komisch. Das ist ältere Adventures, den habe ich mir schon fast gedacht, Jochen. Das Original von The Raven ist, glaube ich, auch schon etwas älter.
Nehmt die Steine aus den Töpfen. Ja, muss man aufpassen. Ich nehme einfach alles mit. Alles, was sich irgendwie ergibt. In meine eigene Kabine will ich jetzt eigentlich nicht. Wir gehen erstmal auf die Krankenstation. Da rein. Servus, Dr. Gebhardt. Nicht gut. Und da ist schon der Nächste. Bitte? Sie wollen doch auch schon wieder was von mir, oder? Ich befürchte, ja. Was für ein erster Arbeitstag. Also? Tut mir leid. Was hat die Untersuchung des Opfers ergeben? Es ist tot. Ich habe sie nicht die Nacht durcharbeiten lassen, Dr. Gebhardt. Sie wurde erschossen. Aus kurzer Distanz, vermutlich mit einer Pistole. Es scheint, als habe sie auf dem Bett gelegen. Der Schuss traf sie ins Herz. Sie war sofort tot. Ein Schuss? Mehr war nicht nötig. Und immerhin fiel auch nur ein Schuss, nicht wahr? Und es gibt auch nur eine Eintrittswunde? Nur eine. Ich habe gehört, ich wurde mit Schlafmittel betäubt. So scheint es. Was können Sie mir dazu sagen? Ich? Was habe ich damit zu tun? Haben Sie das Glas nicht untersucht? Nein, habe ich nicht. Der Inspektor meinte, er sei der bessere Chemiker von uns beiden. Wow. Ich habe ihn gelassen. So konnte ich mich wenigstens auf die Leiche konzentrieren. Super. Glauben Sie, die Baronin könnte auch betäubt worden sein? Sie war sehr müde und wackelig auf den Beinen, als Legrand und ich sie getroffen haben. Ich habe davon gehört. Ich muss sie im Salon knapp verpasst haben. Und ohne sie selber gesehen zu haben, ist eine Diagnose schwierig. Natürlich. Können Sie zu Ihrem sonstigen Gesundheitszustand etwas sagen? Sie hatte erhebliches Übergewicht und der Butler sagte, sie litt an Diabetes. Trotzdem sei sie seit Jahren bei keinem Arzt mehr gewesen. Klingt nicht gut. Kommt häufiger vor, als man denkt. Einige Leute haben Angst vor Ärzten und bezahlen das mit einem frühen Tod. Gut möglich, dass die Baronin so oder so nicht mehr viele Jahre vor sich hatte. Nun, Phoebe Gamer. Wissen Sie, aus welchem Glas ich getrunken habe? Wie meinen Sie das? Kapitän Di Conti reichte mir ein Glas mit Champagner. Aber woher hat er es? Ich weiß nicht. Haben Sie ihn schon gefragt? Ich frage nur, weil Sie ja auch im Salon waren, als der Champagner herumging. Ja, aber ich habe den Salon erst einige Augenblicke vor Ihnen betreten. Ich bin nicht dazu gekommen, selber ein Glas zu trinken. Was man rückblickend als Glück bezeichnen muss. Da haben Sie natürlich recht. Konnten Sie das Projektil schon entnehmen? Hat Legrand Sie geschickt? Was ist mit diesem Franzosen? Ich habe doch gesagt, dass ich mich melde, sobald ich es habe. Das habe ich auch schon dem Wachmann gesagt, den er die ganze Nacht lang rübergeschickt hat, nachdem ich Legrand selber endlich losgeworden war. Er hat Ihnen über die Schulter geschaut? Er hätte mir wohl am liebsten das Skalpell aus den Fingern gerissen. Aber das hier ist meine Praxis. Und ich lasse mir von Amateuren nicht ins Handwerk pfuschen. Verständlich. Wie lange wird es denn noch dauern? Ich bin gerade fertig geworden. Das ist aber ein schöner Zufall. Mit freundlichen Grüßen an seine Majestät. Dankeschön. Danke. Ich glaube, das war's fürs Erste. Nein. Das war's fürs Erste, Zweite und Dritte. Ich werde mich einige Stunden hinlegen. Richten Sie das Ihrem Chef aus. Macht er. Aber gute Nacht. Huch, da ist er gerade noch mal aufgetaucht. Das war gruselig. Mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir das Opfer noch mal untersuchen müssen? Dann weiß der verehrte Inspektor, wo er mich finden kann. In meiner Kabine, im Bett. Gute Nacht, Wachtmeister Zellner. Ein bisschen das Projektil schlecht gelaunt. Aus der Leiche der Baronin. Ich kenne mich mit Schusswaffen nicht sonderlich gut aus. Legrand wird mir mehr dazu sagen können. Gut, aber das machen wir dann auch echt beim nächsten Mal. Ich bin müde. Ich muss schlafen gehen. Oh. Der Stinkstiefel hat einen Bruder. Der Arzt ist super. Oh ja, das ist er. Naja, man kann ihn ja auch verstehen, oder? Ich glaube, man kann das gut nachvollziehen. Aber, nix, aber. Mude. Jepfei! Isas, ich danke dir noch für den Resub. Dankeschön für 2 Monate im Kokon. Deine Gummizelle hat sich soeben vergrößert. Du hast mehr Platz. Schieb dir eine entspannte Sitzgemütlichkeit in die Gummizelle und mach es dir darauf gemütlich. Und ich wünsche auch eine gute Nacht. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
So, ich guck mal, wo ich euch, ob ich auch irgendwo hin husten kann, ob noch jemand da ist. Oh. Oh, ich weiß, wo ich euch hinschicke, aber da kann ich leider nicht mit reingucken. Das heißt, ich würde euch bitten, wenn da jemand jetzt mit rübergeht, nehmt bitte ganz, ganz liebe Grüße zur Fabi mit. Richtet ihr meine liebsten Grüße aus. Und ich kann leider nicht da reinschauen, weil das Finding Paradise ist und ich mich auf gar keinen Fall auch nur ein bisschen spoilern lassen möchte. Aber Finding Paradise bei Fabi ist mit Sicherheit wunderschön. Und deswegen, ach, wisst ihr was, ich starte gleich mal ein Raid, dann habt ihr es einfach und seid gleich im richtigen Chat. Und jo, sehr gut. Dann habt ihr es einfach, seid gleich im richtigen Chat. Richtet es bitte aus, wirklich, dass ich sie, dass ich ihr einen wunderschönen Abend wünsche, ihr und ihren Zuschauern und, ja, wegen Spoiler und so, ne? Ihr wisst. Ich danke euch fürs Einschalten, habt einen fantastischen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Bye, 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 bye.